Hallo und herzlich willkommen zurück heute hier bei unserer ersten offiziellen Folge von Unearthed. Ich finde immer noch, es klingt ein bisschen wie ein Bandname, ne? So. Band, alter Männer. Ich spiele die Luftgitarre. Also herzlich willkommen bei Unearthed und zwar Unearthed, die D&D Redbox. Ihr habt danach gefragt und wir hatten einfach Bock dazu, weiterzuspielen, nachdem wir das letzte Mal schon diesen wundervollen Einstieg hatten. Und vor 2 Wochen hatten wir den Einstieg und haben festgestellt, was man alles mit einem Schlafzauber, einem Haufen Kobolden und einem Seil tun kann. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, es lohnt sich. Ich kann mich vor allen Dingen, erinnern. Was das Thema Gesinnung bedeutet. Genau, für. Es ging darum, Markus zu zeigen, dass Gesinnung doch eine Rolle spielt. Ja, und man da auch drumherum spielen kann, ne? Also von daher, den Teil habe ich schon verstanden, Jan Schmied. Es ist mehr eine Auslegungssache. Ja, es ist mehr so interpretativ, würde ich das nennen. Und aufgrund vielfacher Nachfragen einzelner Mitspieler und auch dem einen oder anderen Zuschauer, der einen oder anderen Zuschauerin, haben wir uns entschlossen, das Abenteuer weiterzuspielen und werden jetzt auch tatsächlich die Burg betreten. Uah. Letzte Woche hat der Björn... Spielleiter, ja, wir haben noch eine kleine Änderung, die du als Spielleiter sozusagen irgendwie mit einbauen musst. Ja, was? Snark, hat euch eine Geschichte nicht erzählt. Es gibt einen Teil in Snarks Vergangenheit. Und zwar ist er tatsächlich einmal über den Blizzard Pass gereist. Oh. Hat er bisher nichts erzählt. Nee. Aber nachdem Snark ja erst so getan hat, als wäre so ein kleiner diebischer Hämpfling und so weiter und so fort. Und das hat er echt gut hingekriegt, sich da zu verstellen. Weil er hat nämlich die Identität seines Bruders angenommen. Mhm. Aber jetzt wird langsam augenfällig, dass er gar nicht sein Bruder ist, sondern er selbst. Aha. Das sind ja nicht wirklich egal. Also auf jeden Fall. Also ich bin jetzt Snark der Ältere. Ja. Okay. Genau. Es ist Snark der Ältere und Snark der Ältere hat eine unverschämt hohe Konstitution von 18. Was gesünder, als du vorher ausgesehen hast. Ja. Ist extrem rosig um die Nase. Und das war auch zwingend notwendig, um den Blizzard Pass überhaupt überleben zu können. Das ist tatsächlich eine schöne Methodik, wie man dafür sorgen kann, dass vielleicht auch ein Level 1 Dieb überhaupt genügend Trefferpunkte hat. Man gibt ihm einfach eine absurd hohe Konsti und dann klappt das schon. Ja, also auf jeden Fall hat der Björn sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, die wir uns aber zusammen mit dem Chat überlegt haben, dass wir die ignorieren, dann tatsächlich durch den Blizzard Pass erfolgreich durchgebissen. Ja, ist jetzt zwar auf der Flucht vor einem schwarzen Zauberer, aber das würde er euch wahrscheinlich niemals erzählen. Niemals nicht. Und auf jeden Fall ist er jetzt unglaublich gesund. Und eventuell auch noch den Dienern von so einem komischen Eisreichfrosch-Gott-Dingsi. Eisreich, Frosch, Gott, Ding. Sehr gut. Okay, ja, also von daher. Und wer von euch spielt eigentlich den Zwerg, den Namenlosen? Bisher immer der als erster umfällt. Das ist richtig, aber ihr habt den alle noch? Hat der einen Namen? Bisher nicht. Nee, aber bisher Jan, Zwerg. Du müsstest ihn noch benennen, weil du bist doch der Erste, der ihn benutzen durfte. Genau. Ja. Wen? Den Zwerg. Also den Zwerg. Elf sofort Zwerg, aufgrund der Lähmung hingesunken ist, weil er nur gegen Ghoul-Lähmung immun ist, aber leider nicht gegen Aaskrieger. Ah, dieser Zwerg. Ron. 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 Nicht mit R, mit B. Bronn. Bronn. Ich habe jetzt schon Ron eingegeben. Ron. Okay, Ron, Sohn des Ron. Genau. Und du bist Siegfried. Nein. Ich bin Dalmir dem Azura Alanuil. Ach, du bist Schafblick, Sohn des Siegfried, richtig. Ich sehe schon, das wird. Okay, also wir haben den Zwerg noch dabei. Es ist auch zwingend notwendig, dass ihr noch einen weiteren Charakter dabei habt, den ihr verheizen könnt. Einen weiteren Knecht, den ihr. Zwerge werden nicht verheizt.
Ist klar. Zwerge heizen, aber die verheizt man nicht. So, also, wir beginnen zurück da, wo ihr, ihr könnt euch noch dran erinnern, ihr seid da hingegangen zu dieser Burg, die 5 Meilen außerhalb der Stadt liegt, wo also unglaublich wohl irgendwelche schlimmen Mächte herrschen müssen. Hab mehrere tausend Münzen in irgendwelche Säcke geschaufelt. Genau, wir brauchen eigentlich irgendwoher einen Wagen, weil sonst können wir das nicht transportieren. Das sind ganz kleine, dünne Münzen, weißt du? Ganz kleine Kupfermünzen. Also ihr habt ganz viele Kupfer- und Silbermünzen aus dem Aaskriecherbau entwendet. Noch. Ja, und aus der Schatztruhe der Kobolde. Haben wir 100 Goldstücke sogar. Ja, und da waren auch noch Edelsteine drin. Ja, und zwei Granate, ein Glück. Bei dem einen Kobold gefunden. Also eigentlich bräuchten wir überhaupt nicht mehr in die Burg. Wir könnten jetzt irgendwo hingehen, eine Scheune abfackeln und dann das Geld verprassen. Ja, aber so funktioniert D&D nicht. Ich wollte nur noch mal die Optionen aufzeigen. Das nützt auch noch nichts, weil unter, wir brauchen ja 1200, also ich brauche 1000, nee, wie viel? 2200 Erfahrungspunkte brauche ich. Und da Erfahrungspunkt gleich Goldstücke, glaube ich, ist, haben wir ja auch erst 220 oder sowas plus den Aaskriecher. Also es langt noch nicht. Und plus die Kobolde. Plus die 10 Kobolde, stimmt. Plus die Kobolde. Aber die Kobolde sind ja nichts wert. Also vor allen Dingen, wenn man so, wenn sie mit dem Seil davonlaufen, von hinten erschießt. Ja. Der war gefährlich. Also, Seil hätte sich, also Moment, wir sind hier bei D&D. Überwunden ist überwunden. Also da kann man jetzt nicht differenzieren. Vor allen Dingen ist es auch gefährlich, wenn einer das Seil zum Beispiel in der Hand genommen hätte, das hätte ganz fiese Spuren geben können. So, ja, genau. So in die Hände reingehen und wie Paper Cuts. Also, Leute, ich brauche 4000 XP für den nächsten Level. Wir gehen jetzt mal durch die nächste Tür. Kein Wunder, dass die Elfen so alt werden müssen, damit die überhaupt Erfahrungspunktstufe kriegen. Ja, bis der Elf aufgestiegen ist, hat der Dieb sich entschlossen, eine eigene Gilde zu gründen. Das war relativ einfach. Ja. Gut, also, okay. Geht's mal voran jetzt hier. Wir also sind jetzt im Schloss. In dem Eingangsraum, ne? Ich lese den Text nochmal vor, dann habt ihr einen super Überblick drüber. Ja. Weil diese Beschreibungstexte hier drin sind einfach vorlesenswert. Und da merkt man auch direkt, wo DSA 1 am Anfang seine Beschreibungstexte hergeklaut hat. Die beiden 10 Ellen breiten Türflügel öffnen sich nach innen. Ihr blickt in einen kahlen 30 mal 40 Ellen großen Raum. In der Mitte der Ost- und der Westwand gähnen leere Türöffnungen. Die dazugehörigen Türen sind nicht zu sehen. In der Mitte der Nordwand befindet sich eine gewöhnliche Tür. Der Boden der Halle ist an einigen Stellen mit Unrat bedeckt. Die Haufen sind aber nicht so groß, dass sich ein größeres Lebewesen darunter verbergen könnte. Gehen wir mal aus, dass die kleineren Lebewesen irrelevant sind. Sie habt eine genaue Größenbeschreibung. Was ich noch dazu sagen sollte, von außen, weil ihr habt ja die Türen aufgemacht, kommt jetzt so viel Licht rein, dass ihr tatsächlich das da seht. Allerdings reicht das nicht aus, das Licht, um in die Nebenräume zu dringen. Das heißt, wenn ihr irgendwie nicht in Gefahr laufen wollt, über irgendwas drüber zu stolpern oder im Dunkeln in irgendwas reinzurennen, solltet ihr euch überlegen, Licht anzumachen. Außer ihr schickt den Elf vor, den ihr an einem Seil natürlich... Oder den Zwerg. Oder den Zwerg, ja. Der Zwerg hat auch die Möglichkeit. Ich habe aber auch Fackeln, also von daher. Ah, das ist doch unsportlich. Ja, dann lass uns doch mal den Elfen, den Zwerg links und rechts an die Tür, an die offene Türrahmen schauen vielleicht. Ja. Und derweil schaut der Halbling, ob er irgendwo Bewegungen in den kleinen Unrathäufchen findet und oder ob dort irgendwelche Fallen sind. Das sollte der Dieb auch machen. Der kann es doch so. Hast du gerade mal einen Job? Ich wollte gerade sagen, achso, wir haben ja einen Sprecher, stimmt ja, Entschuldigung, wir haben ja einen Sprecher. Das ist schlage ich vor. wir müssen ja wieder alles an Jan Wagner weitergeben. Nee, Jan Schmied, genau, ich bin ja der Zeichner. Stimmt. Ja, Jan Wagner stimmt, ist der Zeichner, ich bin ja, der, stimmt. Also, der Sprecher der Gruppe, also meine Person wird das, was Jan sagt, jetzt wiederholen. Kannst du das bitte wiederholen? Okay, also ihr wollt, dass der Elf und der Zwerg mal versuchen, ob sie im Dunkeln was sehen können in den beiden Räumen,
die da angrenzen sind. Während der Halbling und der Dieb sich ein bisschen im Raum umschauen und gucken, dass da nicht irgendwie was Schlimmes passieren kann. Genau. Genau, nee, dass in den Haufen nichts da irgendwie rumwabbert. Und ich werde bei der Gelegenheit natürlich auch meine Elfensinne schweifen lassen nach irgendwelchen geheimen Türen, ne? Ich lasse meine Elfensinne schweifen. Okay, der Elf quarzt ein. Ihr guckt euch entsprechend um. Erstmal zu dem Halbling und unserem Dieb. Ihr schaut euch diese Unrathaufen an und stellt fest, ja, also das ist tatsächlich alles ziemlich widerliches irgendwas. Könnte durchaus sowas sein wie eine Mischung aus Rattenkot und Kobolddreck. Aber es ist in keiner Weise irgendwie gefährlich oder bedrohlich. Ihr seht aber wahrscheinlich, denke ich mal, davon ab, das wirklich genauer zu durchsuchen und durchzusieben oder sowas, sondern ihr schaut da nur ein bisschen drüber, ne? Ja, also mehr ist nicht. Der Raum sieht auch so aus, als würde er durchaus gerne eben als so als Durchgangszimmer benutzt werden. Und es liegen dann durchaus eben auch so kleine abgenackte Knochen in der Gegend rum und sowas. Sieht so ein bisschen aus, als würde hier jeder seinen Dreck hinwerfen. Sieht so ein bisschen wie der Zimmer/Toilette, ja. Ja, mehr sieht mehr so ein bisschen aus wie die Eingangshalle von der guten Mittelstufenschule. Also ja, okay. Ich habe ein Bild vor Augen und das ist nicht schön. Sehr schön. So, ihr guckt dann, in welchen Raum wollt ihr denn zuerst gucken, schauen? Wollt ihr in die westliche, durch die westlichen Durchgang schauen oder durch den östlichen Durchgang schauen? Der Zwerg westlich, der Elf östlich. Okay, der Zwerg guckt durch den westlichen Durchgang und sieht dahinter einen 30 mal 30 Ellen großen Raum. Ja, der in der Nordwand einen Kamin hat, und zwar in der Mitte der Nordwand, und in der Westwand ist eine weitere Türöffnung, wo ebenfalls tatsächlich die Tür fehlt. Auf ihr kommt aus dem Süden, ne? Nein, ihr kommt aus dem Westen. Also ursprünglich ursprünglich kommt ja aus dem Süden. Genau. Dann ist er zur westlichen Tür, also jetzt alles klar. Der Jan kann, vielleicht ja einfach mal sein unfassbar übersichtliches Kartenwerk in die Kamera halten, dann könnt ihr da was sehen. Leider habe ich gerade eine Netzwerkverbindung Problem gehabt, deswegen habe ich den östlichen und den westlichen Raum beide nicht richtig mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen 30 Ellen, aber mehr weiter nicht. Also, der Kartograf hat gerade mal völlig versagt. Wir haben keine Ahnung, wie der Raum nicht mal aussieht. Der westliche Raum ist 30 mal 30 Ellen. Und auf welcher Höhe ist der? In der westlichen Wand einen weiteren offenen Durchgang. Okay. Und in der nördlichen Wand eine Tür. Nein, ein Kamin. Ein Kamin, Entschuldigung. Ein Kamin. Ich zeichne da jetzt keine Tür ein bei mir. Das kannst du vergessen. Hast du gespickt, dass da ein Geheimgang ist? So, also das ist soweit der Raum im Überblick. Okay. Die Türen, wie gesagt, fehlen. Auf dem Boden stehen so die Überreste von drei Stühlen und zwei kleinen Tischen. Insgesamt sieht der Raum aber ähnlich verwahrlost aus, wie der, aus dem ihr jetzt kommt, hat aber im Gegensatz zu dieser Eingangshalle tatsächlich ja noch wenigstens die Überreste von dem, was mal Mobiliar in dieser Burg war. So, das ist der erste Eindruck. Und der östliche Raum, man halte sich fest, das ist unglaublich, hat eine Größe von 30 mal 30 Ellen, besitzt eine Türöffnung in der Ost- und in der Westwand, wo jeweils die Türen fehlen. In der Mitte der Nordwand befindet sich ein offener Kamin. Lass mich mal kurz auf meine Karte gucken. Ja, die sehen komplett identisch aus, die beiden Räume. Auf dem Boden stehen die Überreste von vier Stühlen und einem kleinen Tisch. Aha! Aha! Das ist ein Rätsel. Und entdeckt der Scharfblick des Elfen einen geheimen Gang oder Tür? Ich würfle
Wie wir wissen, wir sind bei D&D 1. Edition. Hier wird gewürfelt, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, nur um die Spannung zu erhalten. Nein, dein Scharfblick entdeckt nichts. Es sind keine Schafe anwesend. Jan hängt, glaube ich, gerade wieder. Ja, oder er denkt nach. Intensiv. Sehr intensiv. Kannst du uns hören, Jan? Ohne euren Kartografen seid ihr komplett verloren an der Stelle. Ja, eben. Noch geht's, noch habe ich's im Kopf. Also unser Halbling ist offensichtlich so fasziniert von dem Unrat, der da liegt, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Der siebt gerade Kobold-Scheiß. Ich kann das aber hier tatsächlich total toll überbrücken, weil es gibt hier wieder mal eine total witzige Stelle, die ich unbedingt vorlesen möchte, einfach weil sie wieder mal so skurril ist. Mhm. Die Räume hier drin beginnen alle, sind durchnummeriert, wie das in der Zeit halt auch ja üblich war. Du hast halt den Raum 1, den Raum 2 und den Raum 3. Und in dem Fall beginnen wir mit dem Raum Nummer 20. Warum mit dem Raum Nummer 20? Weil es ging bis 19 in dem Bereich, bis wir überhaupt da reinkommen, in den Bereich des der Burg, weil da wurde ja jeder mögliche Schritt sozusagen noch abgearbeitet. Wenn die Helden versuchen, mit den Kobolden zu reden, dann passiert das, wenn das und dann jenes. Deswegen kamen wir da auf 20 verschiedene Stellen. So, also das heißt, der Eingangsraum hat die Nummer 22, der westliche Raum hat die 22 und der östliche hat die 24. So, und ich verrate es einfach mal, wenn ihr nach Norden durch die Tür gehen würdet, wäre es die 23. Und dann gibt es aber natürlich die Frage, was ist mit der 21? Die 21 ist auch hier aufgeführt in der Auflistung, die 21. Wenn man da aber hinguckt und sich durchliest, weil man hat vorher den Hinweis bekommen als Spielleiter, soll man sich immer dann an den Raum wenden, in den die Spieler gehen. Also sprich, wenn die Spieler in den Raum mit der Nummer 22 gehen, lesen sie sich den Abschnitt 22 durch als Spielleiter. Und dann habe ich die 21. Dungeon Master, Doppelpunkt. Angeführt, Ausrufezeichen. Es gibt keinen Raum Nummer 21. Sie sollten immer auf die Charaktere achten. Wenn sich die Gruppe also einer Zahl auf der Karte nähert, dann suchen Sie den entsprechenden Raum in der Verliesbeschreibung. Da die Charaktere niemals vor einem Raum mit der Nummer 21 stehen können, hätten Sie diesen Abschnitt eigentlich gar nicht lesen dürfen. Das ist doch... Jetzt weißt du es, du hast versagt als Spielleiter. Großartig. Also ich konnte mich da an diese Stelle nicht mehr erinnern, bis ich das nochmal komplett gelesen hatte. Und da muss ich sagen, da muss ich schon wirklich herzhaft und gut lachen. Ja, das also, ist echt gut. Das hat so diesen... Mir war gar nicht mehr bewusst, mit welcher Holzhammer-Methode wir damals... Rollenspiel beigebracht bekommen haben im Sinne von, so geht's, du Vollpfosten. Mhm. Großartig. Steht da eigentlich noch Vorlesen oder steht da Vorlesen oder Wiedergeben? Also es gibt tatsächlich hier Vorlesetexte, durchaus noch, wobei es schon so dann gedacht ist, dass man, das lässt dann auch immer wer nach im Laufe dieses Abenteuers. Und geht immer stärker dazu über, dass man eben nur die Daten gesagt bekommt als Spielleiter und soll die dann den Spielern wiedergeben. Okay. Also von daher macht das schon so den Weg. Das ist noch nicht ganz, also tatsächlich ist das, ich finde das später ist das sogar noch mal intensiver gemacht worden, interessanterweise nicht in der Grundbox, sondern in, wo habe ich's? Das ist mir beim Durchgucken wieder mal aufgefallen. Bei dem Abenteuer. Palast der Silberprinzessin. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, sozusagen das ultimative Einstiegsabenteuer. Ja. Von den ganzen. Auch wenn es die B3 ist. Witzigerweise kannst du mit der B1 gar nicht anfangen zu spielen. Hügel des Grauens. Mhm. Weil dafür brauchst du Charaktere mindestens von Stufe 3 besser höher. Ja. Weil das ist für Charaktere der Erfahrungsstufen 3 bis 7. Ja. Das kann ich mit der Box gar nicht spielen. Das kannst du mit der, ja, genau. Ja, wieso? Wie hoch kommen wir denn in dem Einstiegsabenteuer? Ja, selbst wenn du das kommst, kannst du das nicht mit dieser Box, mein Freund, ja? Und solange die geht wir. Nur nicht, drei. Die geht nur bis 3. Ach so, ja, stimmt. Ja, klar, die geht ja nur das, bis 3. Das heißt, das erste Abenteuer, das zur Box, die bis Stufe 3 geht, rausgekommen ist, ist ein Abenteuer für die Stufen 3 bis 7. Schwierig. Und das Schöne daran ist es, dieses Abenteuer ist auch wirklich für die Stufen 3 bis 7 konzipiert. Also,
Das willst du nicht als Stufe 1 Held spielen. Das ist doch eigentlich ein Abenteuer für Leute, die vorher schon D&D gespielt haben, dem man dann halt auch was geben musste mit der neuen Box, wo man dann gesagt hat, okay, die kriegen dann halt mal ein Abenteuer. Absolut. Also das echte Einstiegsabenteuer ist eigentlich die 3. Und dann natürlich der, aus meiner Sicht natürlich immer noch der ultimative All-Time-Classic. Ember? Nee. Achso, ja, Festung. Die Festung im Grenzland, ja. Also, wobei du dich ja mit dem Abenteuer auch ohne Probleme, allein mit dem Abenteuer kannst du dich ja mal bis Stufe 5, 6 ja. spielen, ohne Probleme, ja. Ja, so langsam haben wir echt Schwierigkeiten mit unserem Kartografen. Ich würde sagen, der Halbling ist beschäftigt und ihr dürft euch jetzt entscheiden, wo geht's lang? Nach Westen oder nach Osten? Die Räume sind eigentlich relativ identisch, von daher ist es eigentlich völlig Wurst. Wie sah denn die Burg von außen aus? In welche Richtung wird denn der Komplex größer? Tatsächlich nach hinten. Ihr seid wirklich durch die Mitte reingekommen und dadurch, dass beide Räume nach links und nach rechts identisch groß sind, ist es in beide Richtungen völlig egal. Also da gehen wir doch geradeaus nach Norden durch, gucken uns da die Türme an. Ja. Ihr wollt euch die Tür angucken. Was wollt ihr euch da angucken? Ja, ich bin ja ein Dieb und ich kenne mich mit Türen aus. Also erstmal, gibt es ein Schloss oder nicht? Also tatsächlich gab es da mit Sicherheit mal ein Schloss. Das ist aber inzwischen auch schon tatsächlich herausgebrochen. Also das heißt, die Tür ist zwar da, ist aber nur noch in den Angeln. Okay, das heißt, man kann auch ein bisschen durch die Tür und den Rahmen, also zwischen Tür und Rahmen durchgucken in den Raum dahinter? Die ist aktuell geschlossen. Du könntest sie aber mit Sicherheit mit einem Gegenstand oder mit deiner Hand so weit öffnen, um das tun zu können. Du kannst erst mal hören. Ich probiere eigentlich. Der Sprecher sagt, der wird erst einmal hören. Das sagt der Sprecher so. Okay, also der Sprecher hat gesagt. Das heißt, der Dieb lauscht an der Tür. Genau. Was ist deine Chance, 1 bis 2 was zu hören? Ne? Lauschen, 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 Geräusche hören, 1, 2, ja. Du lauschst an der Tür und hörst nichts. Nix. Dann werde ich mal die Tür ein bisschen aufmachen und dahinter schauen. Als Elf habe ich ja wahrscheinlich eine bessere Chance, wenn das dahinter dunkel ist. Und wir werden die Fackeln so halten, dass kein Lichtschein hineinfällt. Habt ihr denn schon Fackeln angemacht? Bisher habt ihr noch gar keine Fackeln. Nee, bisher haben wir sie noch nicht angemacht. Ach so, nee, dann. Also in der ersten Halle sagtest du, kann man hier noch ein bisschen sehen durch die Doppelschiffe von draußen. Genau, dann brauchen wir noch keine. Genau, dann stelle ich mich mal so in Schatten neben der Tür, dass du in Ruhe reingucken kannst und wenn irgendwas rausgeschossen kommt, dich trifft, nicht mich. Mhm. Hört sich solide an. Das heißt, du möchtest jetzt die Tür tatsächlich aufmachen? Ja, aufdrücken so ein bisschen, dass ich durchschauen kann. Das heißt, du machst die Tür in den Spalt auf und siehst dahinter erstmal nicht viel, außer so den, wenn du durch so einen Türspalt hindurch guckst. Ja, ist nicht viel. Du siehst einen Gang oder zumindest eine Wand eines Ganges. Das muss ein Gang sein, ansonsten wäre es ein sehr schmaler Raum. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, werde ich den Dieb bitten, mal zu schauen, ob irgendwelche Fallen an dieser Tür anmontiert sind, wenn wir sie aufmachen, dass da nicht irgendwelche Steine runterfallen oder Bolzen aus der Seite schießen oder irgend sowas. Wasser einmal dann, von oben. Ja. Genau, dann mache ich das. Sprecher. Danke. Was ist deine Prozentchance auf Fallen entdecken? Ich glaube 10, ne? Ja, Fallen finden und unschädlich machen jeweils 10%. Großartig. Ich erlaube mir mal für dich zu würfeln. Du bist dir sehr sicher, dass es dort keine Fallen gibt. Ja, dann öffne ich die Tür. Du machst die Tür auf, schwungvoll, elfengleich, und siehst einen Korridor, der 30 mal 20 Ellen groß ist, mit jeweils zwei leeren Türöffnungen in der Mitte der Ost- und der Westwand und einer normalen Tür in der Nordwand. Meine Herren, 30 mal 20.
Also 30 lang, 20 breit. Beleuchtet, nicht beleuchtet? Nicht beleuchtet. Es ist da drin wirklich dunkel. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, langsam Fackeln anmachen, damit wir alle was sehen, ne? Ja. Also primär ich. Also euer Halbling sitzt übrigens immer noch ziemlich weggetreten mitten im Raum. Vielleicht hat er gerade eine Eingebung oder so. Egal, ich mache meine Fackel an. Okay, ja. Die Fackel ist an, du siehst was, und zwar diesen Korridor. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder ihr geht durch die Öffnung in der Westwand, ihr geht in den Korridor oder ihr geht in den Raum im Osten. Die Türen sind alle zu. Es gibt in dem Korridor. Ja, es ist ja nur eine Tür. Es ist ja nur eine Tür da. Die anderen haben, also nach Westen und nach Osten ist wieder nur eine Türöffnung, keine Tür. Da ist wieder keine Tür drin. Und in der Tür im Norden, also in der im Norden ist tatsächlich eine echte Tür und die ist geschlossen. Mehr kannst du noch nicht sagen. Ob die verschlossen ist, weißt du nicht. Okay. Bis zu den beiden Öffnungen? Ja. Oder? Ja, bis zu den beiden Öffnungen und dann wieder. Ich meine, sehen hat man uns jetzt eh schon, wenn man da drin ist, weil wenn ich eine Fackel anmache, dann hast du ja einen entsprechenden Lichtschein und den werden sie jetzt normalerweise nicht kennen. Und Kobolde brauchen jetzt vermutlich auch kein Licht in der Dunkelheit. Keine Ahnung, also wäre jetzt eine Vermutung. Ja. Also dann machen wir es wieder so wie in dem Raum vorher. Der Zwerg im Westen, der Elf im Osten bis zu der Öffnung und hineinschauen in das Dunkel. Genau, ich warte mit gehörigem Abstand, sprich am Türrahmen, mit der Fackel. Eine sehr weise Idee, mein junger Padawan. Der Halbling tapst übrigens wie weggetreten neben euch her. Er hat was geraucht. Ja, das Halblingkraut, oder wie? Ja, genau. Alter Tobi. Alter Tobi, genau. Also, ihr schaut erstmal in den Raum im Westen, sprich der Zwerg. Und dort ist ein Raum, der ist 30 mal 40 Ellen groß. Also von der Blickrichtung, die ihr habt, ist das 40 Ellen nach Westen. Genau, es gibt zwei Türöffnungen in diesem Raum, die ihr noch sehen könnt, jeweils in der Westwand. Und zwar einmal am unteren Ende der Westwand und einmal am oberen Ende der Westwand ist jeweils ein Durchgang zu sehen. Alle Türen fehlen hier, also das heißt auch da wieder alles rausgebrochen oder verrottet oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht mehr da. In der Südwand ist ein großer offener Kamin. Der korrespondiert wahrscheinlich mit dem Kamin in der Nordwand von dem Raum davor. Das würde ja durchaus auch Sinn ergeben, dass man da nur einen Schornstein baut. Ganz genau. Ja, da hat sich wahrscheinlich jemand was bei gedacht. Erschreckend. Ja, wird jemand Architekt? In der Tat, bei Karten aus der Zeit erschreckend. Absolut richtig, ja. In dem Raum selbst steht noch ein Himmelbett und zwar an der Westwand zwischen diesen beiden Türen, ein wirklich großes Himmelbett. Das war mit Sicherheit mal sehr prunkvoll, ist aber inzwischen echt enorm zerschlissen. Auch das restliche Mobiliar in diesem Raum wirkt so, als wäre es mal durchaus sehr, sehr kostbar und auch kostspielig gewesen, ist aber allesamt, also alles hier drin wirkt sehr stark mitgenommen. Zerschlissen, zerrissen, einfach zum Teil auch verschimmelt, also alles recht widerlich, bis auf das Himmelbett, was zumindest noch allgemein in einem halbwegs sinnvollen Zustand erscheint. Und sogar fast ein bisschen einladend aussieht. Also eigentlich fast schon angenehm so. Und der Zwerg merkt, dass er eigentlich
eigentlich schon echt lange nicht mehr wirklich sich mal richtig auf einem angenehmen, bequemen Bett ausgeschlafen hat. Also so richtig. Vor allen Dingen eins, was so groß ist wie das und so, wo man sich einfach nur reinfallen lassen will. Und jetzt wird es mal Zeit, dass er auf seinen Rettungswurf gegen Zaubersprüche würfelt. Ich wollte gerade sagen, das haben Kobolde benutzt. Ja. Genau, also du führst aktuell den Zwerg, du führst Bronn, Sohn des Ron, Freund des Siegfried. So, du willst jetzt wissen, was ist mein Rettungswurf gegen Zaubersprüche? Du müsst ja dann hier eigentlich irgendwo stehen. Stehen sie aber nicht, die Rettungswürfe. Was? Nein, stehen nicht drauf. Ihr wisst nicht, was eure Rettungswürfe sind. Warte mal. Ich habe die magische Fähigkeit, das für euch nachzusehen. Weisheit habe ich eine 11, da gibt es keinen Bonus. Das heißt, der müsste einen... 12. Weiß aber nicht, was der für den Zwerg an Grund... 12. Das ist okay. 12, ne? Ja. 12. Ich habe die magische Fähigkeit, den Büchern nachzuschlagen. 12. Unglaublich. Und ich würfel eine 12. Ja, das reicht ja dann, ne? Also, ja, Herr Zwerg schüttelt sich mal. Keine Zeit zum Schlafen. Ja, vor allem, weil man Kobolde drin. Ja, also von daher. Ja, das ist das, was euer Zwerg sieht. Okay. In der Zwischenzeit schaust du durch die Tür im Osten. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Es ist unglaublich, was du da siehst. Du siehst einen Raum. Der ist 30 mal 40 Ellen groß. Also 40 Ellen Richtung Ostwand groß. Und hat einen Kamin in der Südwand. Einen offenen. Unglaublich. Unfasslich. Und der hat zwei offene Türöffnungen. Da fehlen die Türen. Und zwar einmal am unteren Ende der Ostwand und einmal am oberen Ende der Ostwand. Kommt dir das irgendwoher bekannt vor? Ja, ja, das klingt vertraut. Symmetrie. Auch hier steht ein Bett, ein etwas aber ranziger aussehendes Himmelbett, wieder zwischen den beiden Türöffnungen. Und ansonsten wirkt der ganze Raum extrem mitgenommen und abgewirtschaftet. Sieht das so aus, als wenn in diesem Kamin irgendwann ein Feuer gebrannt hat vor, sagen wir mal, einer Woche oder zwei oder so? Oder sind die schon ewig nicht mehr benutzt worden? Also du guckst mal in den Kamin? Genau. Speziell in diesen Kamin. Das heißt, du betrittst auch den Raum. Ja. Du gehst Richtung dieses Kamins und stellst fest, dass der schon mit Sicherheit seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt wurde. Da liegt zwar auch Dreck und Unrat und sowas drin. Und ein Teil davon möge auch mal Asche gewesen sein. Nein. Allerdings nicht. Oh, oh, euer Halbling gibt wieder Lebenszeichen von sich und hört auf, wild sabbernd neben euch herzulaufen. Ja, das Internet ist in meinem Büro ausgefallen. Ich musste mich also durch den Blizzard Pass hier durchkämpfen, um nach Hause zu kommen und dort selbst dann dabei sein zu können. Hey, toller Einsatz. Hervorragend. Ja. Hey, dafür darfst du deine Konstitution auf meinen Punkt erhöhen. Müsste der andere auch, das ist fair. Siehst du? Bin ich sofort dabei. Sehr schön. Also, riesige Lücken in der Karte vermutlich, aber naja gut. Ist nicht schlimm, der Jan kann die gleich mal hochhalten. Die ist echt überschaulich schwer. Ja. Gut. Ah, da war ich auch schon. Okay, alles klar. Ja. Nein, nein, das ist der neue Raum. Wenn du durch nach Norden, Tür im Norden gehst, ja, kommt ein Korridor. Ja. 30 Ellen mal 20 Ellen. Ja. Mit jeweils einem Durchgang in der West- und in der Ostwand. Ja. Ja. Und geradeaus gen Norden eine Tür, die verschlossen ist.
Geschlossen. Ja, ist geschlossen. Geschlossen, noch nicht verschlossen. Ja, okay. Mhm, da hat bisher keine. Jemals durch den Durchgang kommst du in einen Raum, der 30 mal 40 Ellen misst. Okay. Und in der jeweils korrespondierenden, weiterführenden Wand, also einmal nach Westen, einmal nach Osten, ja, jeweils oben und unten einen Durchgang aufweist. Und in ja, der Südwand jeweils einen Kamin, der mit dem Kamin in der, auf der anderen Seite verbunden ist. Dann, ja. Genau. Also ist nicht verbunden, aber die benutzen ja, offensichtlich okay, denselben Schornstein. Immerhin hat sich da jemand Gedanken um den Schornstein gemacht. Ja. Und es gibt ein Bett jeweils zwischen den Durchgängen. Mhm. Und das in der im westlichen Zimmer hat versucht, den Zwerg davon zu überzeugen, sich reinzulegen durch Magie. Aber der hat seinen Rettungswurf geschafft. Mhm. Davon wissen wir natürlich nichts, weil er hat den Rettungswurf geschafft. Metawissen. Ganz schlimm. Wobei, Moment, in der Zeit hat man noch mit Metawissen gespielt. Das stimmt. Achso, ja, ja, dann trag das ein, verzaubertes Bett. Genau. Das okay, verzaubertes Bett. Man könnte auch sagen, ein zauberhaftes Bett. Ja. Oh. Oh. Das scheint nicht verzaubert zu sein. Momentan steht der Zwerg in dem westlichen Zimmer, der Elf in dem östlichen Zimmer, der Halbling mit der Fackel an der Tür zum Korridor und du hinter ihm. Ich bin der Halbling, aber egal, ja gut. Der Dieb mit der Fackel. Der Dieb, ich stehe, genau, ich. Ja, der Dieb mit der Fackel steht an der Tür, der Halbling steht hinter ihm, so. Genau. Ich verstecke mich hinter ihm, sehr gut. Alles klar, mit dem Bild. Gut, sehr wollen schön, wir dann die nächste Tür nehmen, die verschlossen ist, geschlossen ist? Sollen wir die Räume nicht erstmal ein bisschen untersuchen? Was denn? Die Betten? Naja, also ein magisches Bett finde ich jetzt schon irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich. Vor allem, weil da ja auch Kobolde dran vorbeilaufen. Wahrscheinlich frisst es Kobolde. Tun sie denn? Also ich meine, gibt es hier Spuren von Kobolden? Kann man das irgendwie erkennen? Diese Burg kann Spuren von Kobolden enthalten. Nicht mehr, wenn ihr fertig seid damit. Also tatsächlich stellt ihr fest, dass es hier zwar überall extrem dreckig und schmutzig und alles aussieht, aber ihr könnt jetzt keine Sinn sowas ausmachen. Also das heißt, ihr habt bisher zumindest irgendwie nicht so Laufstrecken oder irgendwie sowas entdeckt. Aber das mag auch daran liegen, dass es insgesamt einfach durch die Bank weg alles sehr benutzt aussieht. Also überhaupt nicht so die Möglichkeit bisher irgendwas in der Richtung auszumachen, weil kein Staub auf dem Boden groß gelegen hat oder sowas, sondern es ist halt einfach dreckig. Ja, also was wollt ihr machen? Also, ich werde wahrscheinlich an einem Bett nicht ernsthaft was erkennen können, wenn das magisch ist, was diese Magie tut. Hm. Ich spiele D&D. Ihr sollt mal aufhören mit dem Denken. Das ist voll anstrengend. Und ihr bist genau. Okay, weiter. Also, wir gehen zu der geschlossenen Tür. Ihr geht zu der geschlossenen Tür. Oh, wer soll denn da dran lauschen? Wer kann denn lauschen? Ich gehe mit meiner Fackel mal an die Tür, beziehungsweise ich drücke dem Halbling die Fackel in die Hand und sage, halt mal und geh mal an die Tür lauschen. Weil ich denke mir, mit der Fackel direkt hinter der Tür stehen ist vielleicht keine gute Idee. So von wegen durchschallen. Und dann lausche ich. Du lauschst an der Tür und du hörst im ersten Moment nichts. Aber dann hast du so das Gefühl, du hörst in einiger Entfernung sowas wie so entfernte Stimmen. Es hört sich so an, als würden sich Stimmen versuchen, so flüstern zu unterhalten. Nicht direkt hinter der Tür, sondern wohl in den dahinterliegenden Raum. Du kannst auch nicht genau zuordnen, wo in dem Raum, also weil es halt so ein Hall-Effekt auch dabei so ein bisschen hat. Und ja, ich muss weiter warten. Warten. Immer warten.
Okay. Eindeutig. Eindeutig Ogre. Ich zieh mich von der Tür zurück und sage eindeutig Ogre. Nein. Ich habe Stimmen gehört, die offensichtlich auf irgendwas warten, also denen diese Stimmen gehören. Und die sind nicht direkt hinter der Tür, sondern offensichtlich ein bisschen weg von der Tür. Und der Raum hält ein bisschen. Das heißt, er dürfte größer sein. Kann jemand, der im Dunkeln schauen kann, vielleicht mal, wenn es sowas wie ein Schlüsselloch gibt oder sowas durch ein Schlüsselloch oder einen Spalt in der Tür schauen? Also es gibt keinen Spalt in der Tür. Die Tür ist tatsächlich geschlossen. Und ja, diese Tür hat ein Schloss. Aber durch das Schloss fällt kein Licht. Eben, weil da drin sind ja Kobolde, die im Dunkeln sehen können. Wenn wir auch jemanden hätten, der im Dunkeln sehen kann, ist nicht Bronn, der Sohn von Bronn, irgendwie dafür gut geeignet. Also sowohl der Zwerg als auch der Elf können im Dunkeln sehen. Aber Kobolde sind nicht so intelligent, dass sie hinter der Tür, also sie waren nicht hinter der Tür direkt und sie werden auch nicht gleich durch einen Schlüssel doch durchstechen. Der Zwerg kann doch mal gucken. Der Zwerg kann mal ein Auge riskieren, ne? Also genau. Von daher, das ist. Ja, mach, also mal die Fackel aus dem Weg. Mhm. Ja. Und dann guckt Ron, Sohn des Ron, mal durch das Schlüsselloch. Also durch das Schlüsselloch lässt sich wirklich wenig erkennen. Und das Ganze dann irgendwie noch mit Infravision, dann kommt so richtig gar nicht mehr so richtig, gar nicht so sinnvoll was dabei rum. Er ist sich nicht sicher, ob er auf der anderen Seite irgendwelche Möbel gesehen haben könnte. Also irgendwelche Personen oder irgendwelche Gestalten, irgendwas Lebendes, irgendwas, was sich bewegt hat, hat er auf jeden Fall nicht gesehen. Also Infravision würde bedeuten, dass ich keine Möbel sehen kann, weil die dieselbe Temperatur haben wie der Rest von dem Raum. Kommt drauf an, ob die Möbel sich warme Gedanken machen. Gut, aber da ist auf jeden Fall kein Feuerdrache, der irgendwie gerade seine Lungen voll. Nein! Wir können ja die Überfalltaktik machen. Einer macht die Tür auf, wir werfen den Halbling rein und dann gucken wir, was passiert. Wir könnten auch die Überraschungstaktik machen. Geht die Tür zu uns hin auf oder in den Raum? Die Tür geht zu euch hin auf. Ach, verdammt. Also, dann machen wir das so. Wir legen die Fackel ungefähr 3 Meter von der Tür entfernt auf den Boden. Mhm. Dann wird der Zwerg sich auf die Seite stellen, wo die Tür hinaufgeht und quasi die Tür aufreißen. Mhm. Das, was dahinter ist, die Fackel sehen kann. Mhm. Ausnüsse ich die Fackel, weil alle anderen stellen sich so, dass sie nicht in dem Sichtfeld sind. Mhm. Und sobald dann irgendjemand durch die Tür kommt, um zu schauen, was mit der Fackel ist oder sonst was, können wir also angreifen. Okay. Wollt ihr das jetzt so tun, ja? Alle einverstanden? Finde ich gut. Ich möchte noch eine zweite Fackel anmachen. Weil wenn wir in den Raum reinstürmen müssen, dann möchte ich eine Fackel vorwerfen können, weil sonst sehe ich dann irgendwann nichts mehr da drin. Wenn nämlich die nicht rauskommt. Ich gebe nur zu bedenken, in dem Moment, in dem du eine zweite Fackel anmachst, hast du eine zweite Lichtquelle und damit ist klar, wo du bist. Du solltest also vielleicht die Fackel nur bereit machen, um sich zu entzünden zu können, aber noch nicht anmachen. Nee, das klappt schon, das passt. Ich stelle mich einfach auch hinter die Tür, dann ist die Lichtquelle. Wir können ja in die beiden Seitenräume gehen. Ja. Zu dem Bett, in den, wo nicht das Zauberbett ist. Ja. Wollte ich gerade sagen, nicht das Zauberbett. Verdammt. Ich dachte, ich kriege euch da reingetrickst. Na gut, also das heißt, ihr stellt euch entsprechend auf, zieht euch in den anderen Raum zurück, habt diese Fackel noch in der Hand und dann hat sich der Elf da versteckt und dann reißt der Zwerg die Tür auf und die stellt fest, die Tür ist verschlossen. Ich nehme einen Messingschlüssel zur Hand und versuche, ob er passt. Erstmal reißt der Zwerg die Tür auf. Vielleicht merkt er gar nicht, dass ich verschlossen ist. Nein. Also, das heißt, der Zwerg rüttelt fester an der Tür. Er ist jetzt nicht der Hellste, oder? Aber stark. Wie sich's gehört. Nein, wir hatten 7 Intelligenz. Intelligenz 7, der rüttelt wirklich an der Tür.
Aber dann würde ich doch sagen, schaue ich mal, ob der Messingschlüssel, den wir draußen gefunden haben, nicht zufällig in dieses Türschloss hineinpassen könnte. Also tatsächlich ist der Messingschlüssel für dieses Schloss zu klein. Schade. Oder auch gut, wie das nimmt. Ja, dann guckt doch der Zwerg mal, ob das Brecheisen in diese Tür passt. Ich kann ja auch mal. Ich habe ja so ein bisschen Werkzeug dafür dabei. Entschuldigung, natürlich. Klar. Lass mich mal durch, ich bin Dieb. Lass mich durch. mach Platz. Du möchtest das Schloss knacken? Ja! Was 10%. Ist denn deine 10%? Nee, Schlösser öffnen ist 15. 15. Oh, Mensch! Markus? Ja? Der Zwerg hält im Zweifelsfall aber die Tür zu. Damit niemand rausstürmen kann, während wir versuchen, die zu öffnen. Genau. Ja, okay. Okay. Der Halbling sichert nach rechts, also nach Osten. Wollt ihr nicht noch einen Uhrenvergleich machen? Nur für alle Fälle. Das Problem ist, wo kriegen wir jetzt Kirchturm? Ich drehe meine Sanduhr um. Meine Sonnenuhr ist kaputt hier drin. Deine Sonnenuhr ist leider kaputt. Okay, also du kriegst das Schloss nicht auf. Nee, also das ist ein Meisterschloss, da kann ich nichts machen. Mhm. Na klar. Ja, dann doch die Brecheise. Gut, ich ziehe mich wieder zurück. Euer Zwerg versucht sich eine Weile an dieser Tür und kriegt sie aber einfach ums Verrecken nicht auf. Die muss magisch verschlossen sein. This is not the way, genau. Na gut. Also ich notiere, Tür unüberwindbar. Also, wir machen die Wand kaputt. Aus so, was der Camino war. Ja, genau, Spitzhacke raus, wir brechen die Wand auf. Also, ich will das hier nochmal klar anmerken, ich versuche euch hier nicht zu veräppeln, weil es steht extra als erster Satz an der Stelle zu diesem Raum, Raum 27, besonderer Hinweis, die Türen zu diesem Raum können nur von Charakteren geöffnet werden, die mindestens die zweite Stufe innehaben. Alles klar. Da frage ich mich natürlich, sind die Kobolde, die da drin sind, Level 2 oder kommen die nie mehr raus? Deswegen haben die auch die ganze Zeit von Warten geredet. Die sind da eingesperrt worden. Die wir haben es durchschaut. Endlich macht das Sinn mit dem Monster Placement. Schön, okay. Was wollt ihr denn dann jetzt würde ich sagen, nach Osten möchte ich gerne. Gut, also ihr seid jetzt wieder nach langer Überlegung und viel Beratung und dem persönlich, also ihr habt eine Tür wirklich sehr eng und persönlich kennengelernt da im Norden, seid ihr jetzt in diesem Raum Richtung Osten, der mit dem verfallenen und inzwischen echt verschimmelten Bett, wie ihr feststellen müsst. Da hat ja auch euer Elf schon im Kamin nachgesehen. Den Kamin ist seit Ewigkeiten auch nichts mehr irgendwie angezündet, abgefackelt oder sonst was worden. Es geht jetzt entweder weiter nach, also es geht jeweils nach Osten, aber entweder einmal im Süden oder einmal im Norden die Tür. Also so dungeonmäßig wird die im Süden ja einfach nur in den unteren Raum führen. Insofern könnten wir den vielleicht erstmal clearen und dann. Genau, dass man zumindest mal weiß, okay. Da kommt nicht noch irgendeine Überraschung. Ja, ja. Ja. Gut. Wohin? Die im Süden. Also, ihr kommt, also das ist tatsächlich nur ein Korridor. Aha. Der ist 10 Ellen breit und 30 Ellen lang und hat am Ende Richtung Süden noch eine Türöffnung. Der Raum als solches oder der Korridor ist tatsächlich mit Unrat auch gefüllt. Also es sieht hier auch aus, als hätte hier irgendjemand auch Möbel und solche Sachen irgendwie dann reingeworfen. Also das heißt, der ist auch ein Stück weit versperrt. Okay. Und als ihr dann schaut, seht ihr aber, wie plötzlich so Hände eben aus diesem Unrat und den Möbeln rausbewegen. Und es kommen so mehrere Zombies auf euch zu. Ups. Okay. Okay, so. Endlich habt ihr einen Kampf gewonnen. Ja, Mensch. Oh, ich dachte schon, ihr wollt eine Brieffreundschaft mit dieser Tür schließen. Also, liebe Tür, ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Mit dir war es immer so schön. Also, ihr habt einen großen Vorteil bei Zombies.
Die verlieren immer die Initiative. Cool. Das ist gut. Das ist schon mal gut, ja. Das ist wirklich gut, weil das wäre sonst, glaube ich, für euch echt schlecht. So, das heißt, ihr dürft jetzt mal allesamt würfeln für eure Inni. 1d6 und dürft dann in der entsprechenden Reihenfolge agieren. 7. Warte mal, die Initiative und Geschicklichkeit zusammen, ne? Mhm. 10. Was? Wie viel? Also, du hast eine 18er Geschicklichkeit. Ich habe eine 18er Geschicklichkeit und plus 1 auf Initiative, weil Halbling. Also euer Halbling springt so um euch herum, zieht euch dabei noch eine Nase und agiert dann immer noch als Erster. So, alles klar. Ich glaube, das ist der Ausgleich für seine Ruhephasen. So dieses zwischendrin irgendwie apathisch in der Gegend rumstehen und dann auf einmal hyperaktiv. Also, das ist so ein Handy, ne? Durch die Hecke. So. Bipolarer Halbling, sehr schön. Jemand ein Eichhörnchen reingekreuzt. Okay. Also, nochmal. Ich würfel einen W6 und addiere meine Geschicklichkeit nach. Nein, den Bonus von deiner Geschicklichkeit. An den ganzen Bonus von meiner Geschicklichkeit. Alles. Null, ja. Genau, 4. Gut, ich habe Initiative 6. Okay, dann fängt der Halbling an. Ja, will ich vorne stehen? Das tust du jetzt schon. Ja, naja, gut. Ich bin ja der Erste. Ja, ich könnte ja auch versuchen, jetzt noch zu schießen, bis ihr, solange ihr mir nicht von den Füßen rumrennt. Gut, also ich schieße ein geschwindes Geschoss auf die Zombies. Du hast ja tatsächlich einen Kurzbogen. Genau. Was machst du denn? Lässt du die Fackel fallen? Ich meine, das war jetzt in der Zeit alles nicht so wild. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass uns das nie interessiert hat, ob irgendjemand eine Fackel gehalten hat oder sowas. Irgendwie. Aber das ist eine gute Frage. Ich werfe die Fackel tatsächlich zu Boden etwas vor mich, sodass die Zombies im Zweifelsfall reintreten müssen, wenn sie an mir vorbei wollen oder ran. Okay, das wirft die Fackel so ein bisschen vor dich und ich würfel mal. Zombie getroffen. Also du wirfst die Fackel so vor dich und du siehst, dass da drumherum so gerade so anfängt, so ein paar von diesen Möbelstücken und so weiter und so fort fangen an, so Flammen zu lecken. Das ist völlig intendiert. Ich sag den anderen, Vorsicht, hier brennt es wahrscheinlich gleich. Und dann schieße ich nochmal einen Pfeil auf einen von den Zombies. Hier brennt's! Tschu. Wir brauchen eine Scheune, wir können eine ganze Burg abfackeln. Sehr hat schön. Hat lang gedauert. Dann gib alles. Ich hätte ja darauf gewettet, dass ihr versucht, das Bett abzufackeln. Aber bei Zauberbetten, da weiß man nicht. Die werden sich vielleicht. Weiß man nicht, ja. Die rennen einem dann hinterher. Ja, genau. Dann musst du doch mal. Das ist, 22, 23. Rüstungsklasse 23 habe ich nicht. 23 gewürfelt, das ist die Rüstungsklasse minus irgendwas. Ja, ja, minus 3. Genau. Treffen ist einfach. Schaden hingegen. Geht so. 4 plus 1 für Stärke sind 5. 5. Okay. Also, der erste Zombie. Du triffst ihn mit so einem Pfeil wirklich im Hals. Das heißt, dem sein gutturaler Laut, den die Idee von sich geben, wird ein bisschen undeutlicher. Ja. Aber mehr passiert tatsächlich noch nicht. Der lebt noch, der Kerl. Ja, das lässt sich nicht. Der ist tot. Der unlebt noch. Der unlebt noch. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, du hast recht. Also es bewegt sich noch. Er bewegt sich, ja. Er bewegt sich noch. Okay, dann ist Snark dran. Genau. Ich würde dann auch noch einen Schritt zurücktreten, damit irgendwas vor mich kann. Okay, dann nehme ich einen meiner Wurfdolche und werfe den auf den Zombie, den unser Freund Halbling schon verletzt hat. Okay, dann tue er das. Ich habe 13 gewürfelt, damit treffe ich AC 6, Rüstungsklasse 6, Entschuldigung. Das reicht. Ja, Dolch ist ein W6, ne? Ein W4. Ein W4, ach verdammt. 2 Punkte. 2 Punkte. Okay, also der Zombie kommt weiterhin auf euch zu, sammelt aber langsam aber sicher eure Waffen ein. Ist ja nett von ihm. Was möchte denn Scharfblick machen? Ich wühle in meinem Rucksack nach einem Tongefäß mit Lampenöl und schmeiße das auf den Zombie.
auf den Zombie da vor euch. Okay. Auf den ersten, der raustreten will, weil wahrscheinlich der Rest dann an ihm nicht vorbeikommt. Ich verstehe den Punkt. Gut, dann würfel mal, ob du ihn triffst. Da reicht es, wenn du Rüstungsklasse 10 triffst. So, ich habe hier eine 11 und ich habe eine Geschicklichkeit Bums. Das heißt. Das kriegt ihr auf jeden Fall, ja. Ja. Nee. Rüstungsklasse, du musst Rüstungsklasse 9, würdest du mit 10 oder mehr 9 brauchen? Würdest du mit 10, genau. Also von daher reicht es ja. Ja, doch, stimmt. Ja, ja, ja. Also, das heißt, du triffst den Zombie. Ja. Und das Lampenöl ergießt sich dann auch über ihn. Er nimmt natürlich keinen weiteren Schaden. Er ist nur inzwischen echt. Er fühlt sich gerade wie ein Fasching. Kriegt da uns Sachen zugeworfen, die er behalten darf. So passt heute. Gut, also das Öl läuft so über ihn. Und jetzt müsst ihr irgendwann auf die Fackel treten. Genau, kommt weiter. Vielleicht ihr habt immer noch den Zwerg. Was macht der Zwerg? Hat der Zwerg irgendeine Schusswaffe oder sowas? Der hat eine leichte Armbrust. Nein. Kletterhaken. Normales Schwert. Ja, nee, der hat nur ein normales Schwert. Voller Weinschlauch. Plattenpanzer, ein Schild. Dolch, ihr könnt auch einen Dolch werfen. Kamelle. Nein, der Zwerg macht sich mit dem Schuss bereit, den Zombie nach hinten zu schubsen auf die anderen Zombies, sobald der brennt. Genau. Mhm. Gut, also, dann würfel ich mal, was mit dem Zombie passiert, als er da entsprechend drüber läuft, ob er sich entzündet. Mhm. Okay, und der Zombie macht tatsächlich so einen ungewollten Ausfallschritt über diese Fackel drüber so und stappt weiter auf euch zu. Das heißt, du darfst jetzt einmal für den Zwerg agieren und mit dem attackieren. Plus das zwei auf seinen Trefferwurf. Plus zwei auf den Trefferwurf. So, der hat aber einen plus 2, also wäre es eine 9. Die reicht für gar nichts. Nö. Also der Zombie kommt auf ihn zu und er fuchtelt so mit seinem Schwert. Der ist es natürlich auch ein übler Anblick. Und er verfehlt den Zombie, der entsprechend nach ihm schlägt. Alter, die sind gar nicht schlecht. Der Zombie trifft Rüstungsklasse 0. Reicht das für den Zwerg? Das langt für den Zwerg, ja. Gerade so. Ich habe 1. Gerade so, alter Schwede. Ja, okay, nicht schlecht. Gut. Das sind 3 Punkte Schaden. Oh. Also er schlägt nach dem Zwerg und hält ihn dann aber auch so fest und versucht ihn mit der anderen Klaue entsprechend dann auch zu bearbeiten. Und der Zombie dahinter versucht sich an dem ersten Zombie vorbeizudrängen. Ist der auf die Fackel getreten? Das gucken wir klar gerade. Nein, der hat es auch geschafft, an der Fackel vorbeizukommen. Und drängelt sich an dem Zombie vorbei, kann aber die Runde nicht mehr angreifen, ist aber in der nächsten Runde tatsächlich auch mit euch im Raum. So, und die anderen beiden Zombies stehen jetzt noch dahinter. Das heißt, ihr habt insgesamt mit 4 Zombies zu tun. Ja, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich spiele das nur, wie das hier steht. Na gut. Wenn wir an der Tür sind, können ja mehrere auf einen Zombie einschlagen. Wenn der dann wiederum, also wenn wir den Gang versuchen sozusagen zu blockieren, dann müssten wir ja doch in leichten Vorteil geraten. Ja, ihr habt jetzt ja, also bisher habt ihr tatsächlich nur geschafft, 2 Zombies sozusagen reinzukommen und einer konnte auch noch nicht angreifen. Das heißt, ihr habt schon ein bisschen einen Vorteil, aber diese Zombies drängen halt einfach auch wirklich mit unnachgiebiger Gewalt und Kraft gegen euch und wirken euch auch echt überlegen, weil das sind nämlich Trefferwürfel 2 Gegner. Die könnten die Tür aufmachen. Die könnten die. Wir müssen die dürfen sie zur Tür locken. Tür aufmachen. Okay, was macht denn Tick? Also das, der Anblick der Zombies, die einfach nicht brennen wollen, so recht, erzürnt mich zutiefst. Aber
Ich habe auch nicht so richtig irgendwas, was ich dagegen machen kann, weil jetzt auf Schnelle noch eine weitere Fackel anzünden dauert mir zu lang. Insofern werfe ich meinen Bogen hinter mich und ziehe mein Kurzschwert. Ja. Und mit einem wilden Kriegsschrei und meinem Kurzschwert und meinem Schild versuche ich, den Zombie zurückzudrängen. Das sind 11 insgesamt, also Rüstungsklasse 8. Rüstungsklasse 8 reicht. Die Zombies sind tatsächlich ja gar nicht gepanzert. Ist das jetzt der Zombie, der gerade... Der schon, in dem ein Pfeil und ein Dolch steckt. Den Sammler-Zombie, okay. Den Sammler-Zombie. Das ist auch ein D6. Das sind 4 Schaden. Also du stirbst auf diesen Zombie zu und stichst ihn mit deinem Kurzschwert durch den Wanst. Und schaffst es dabei tatsächlich, sein Rückgrat oder das, was davon übrig ist, zu durchschneiden. Und der Zombie fällt ihm so zur Seite. Aha. Und schimmelt auf dem Boden vor sich hin. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Zombie, der noch bei euch drinsteht im Raum. Was macht denn der liebe Snark? Komme ich hinter den, ohne dass der mich irgendwie angreifen kann oder sowas? Also das würde vielleicht noch gehen, aber dann würdest du so stehen, dass du zwischen dem und seinen beiden Kumpanen stehst. Das ist eine schlechte Idee. Dann greife ich ihn einfach so an mit meinem Schwert. Kann ich ja auch mal machen. Geht auch, ja, kann man mal machen. Ich habe eine 1 gewürfelt, damit treffe ich, glaube ich, nichts. Ja. Das heißt, du ziehst dein Schwert und stellst fest, dass der Zombie echt widerlich aussieht und ich überlege mir das anders. Belässt du es bei der Finte. Genau, Fuchtel. Sehr schön. Also, dann ist Scharfblick dran. Ja, ich würde den sich nicht mehr bewegenden Zombie nehmen und in Richtung der nachrückenden Zombies schieben. Weil dann müsste sein ölgetränkter Leib nämlich in die Fackel geraten, sodass ich eine brennende Barriere zwischen uns und den nachfolgenden Zombies habe. Okay. Ist ein bisschen widerlich, wie ich mir jetzt gerade vorstelle, wie du diesen Zombie, dieses... Aber ich habe Handschuhe an. Es ist immer noch widerlich. Ja. Okay, alles klar, du versuchst das. Würfel mal bitte auf, mach eine Probe auf Stärke, ob du es schaffst, den Zombie hochzuwuchten und in diese Richtung zu werfen. Ich habe eine 11, ich habe eine 13er Stärke, ich krieg plus 1, was auch immer du jetzt von mir möchtest. Ja, okay, gut, also das heißt, du nimmst diesen, es ist ja noch in der damaligen Zeit, würfelt man ja einfach nur gegen den Wert, also das war ja noch nicht so mit diesem Boni und so diesem ganzen Geschmeiß, das war ja alles noch Pillepalle. Also, das heißt, du wuchtest diesen Zombie hoch, also ihr seht, wie euer Elf anfällt, ich hab Handschuhe an, und nimmt diesen Zombie und schmeißt ihn dann durch die Tür den anderen Zombies vor die Füße. Du darfst mal würfeln. Wenn du eine 1 würfelst, mit einem W6, wenn du eine 1 würfelst, schaffst du es, den Zombie wirklich auf die Fackel zu werfen. Wenn du eine 2 würfelst, landet er zumindest so in der Nähe, dass er anfangen wird, Feuer zu fangen. Ja, ich habe eine 4. Okay, du wirfst den anderen beiden Zombies vor die Füße, die auch beide sehr, sehr bedächtig gucken. Bevor sie klatsch, klatsch über ihren toten Kompagnon hinwegtrampeln. Es gibt so ein angenehm schmatzendes Geräusch dabei, aber das ist alles, was du erreicht hast. Naja, vielleicht haben sie ein bisschen Öl dabei mit aufgenommen und treten gleich in die Fackel. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann sagen, dein Öl und diese Fackel, ja, die machen zusammen mit der Tür in Wuppertal eine Herrenboutique auf. Okay, also das dafür haut der Zwerg einfach mal zu. Der Zwerg haut mal zu. Ja, es ist ja immer noch ein Zombie da. Ja, der Zwerg hat auch eine 18 gewürfelt. Das sollte jetzt das also reicht. Dann locker reichen für alles. Ja, das reicht für alles. Und dann macht der mit dem Schwert ein W6 plus 2. Und da möchte ich ihm mal 8 Schaden drücken. Alter Schwede. Okay, also der haut dem Zombie eine über und hackt ihm dabei auch den einen Arm halb ab.
Das heißt nicht, dass er mit dem Rest von dem Armstumpf nicht noch weiter versucht, irgendwie zu greifen, aber es sieht ein bisschen aus wie bei einem T-Rex. Also von daher ist das gerade nicht besonders effizient. Aber der Zombie ist auch noch existent. Also der ist nicht tot. Wieder tot. Endgültig tot. Er ist noch da. Und das heißt, der vordere Zombie versucht wieder nach dem Zwerg zu schlagen, der ihn jetzt ja gerade so wild angegriffen hat. Alter Schwede. Rüstungsklasse 1? Ja. Hab ich. 3 Schaden? Da bin ich raus. Da gehe ich raus. Also. Der Zwerg legt sich dramatisch zu Boden. Wie viele Trefferpunkte hatte der Zwerg? 6. 6. Okay, das heißt, er ist wirklich bei 0. Ja. Ja. Ihr wisst schon, 6 von 6. Ja, ihr wisst schon, dass wir noch in der Zeit spielen, wo 0 gleich bedeutet tot. Ja. Also ja. Ohnmächtig gibt's halt nicht. Ja. Ja. Es gibt den Übergang zwischen alles okay, tot. Wir haben einen Zwerg verloren. Also der Zombie. Du bist mein treuer Gefährte. Was genau. War ich dumm wie ein Stück Brot, aber. Okay. Aber also, stark war er. Stark. Er war stark. Ja, also das heißt, das macht mir jetzt irgendwie alle Pläne kaputt. Weil eigentlich dachte ich, fürs nächste Mal können wir uns noch jemanden suchen, der mitspielt und den Zwerg übernimmt. Das lassen wir dann wahrscheinlich. Also von da. Wie gut kann jemand katatonisch darstellen? Also der Zombie reißt an dem Zwerg und kriegt ihn dabei auch dann zu fassen und bringt ihn natürlich auf eine sehr zombiehafte Art und Weise um. Ihr hört so ein fieses Knirschen und Knacken und Knorpel und alles, was man so in der Kehle hat. Also egal. Also der Zwerg ist auf jeden Fall raus. Sackt dann zu Boden und kaputt. Hinter dem Zombie, der das gerade getan hat, versucht sich ein weiterer Zombie durch die Tür zu drücken, die er weiter versucht zu halten. Ja. Was er nicht schafft. Das heißt, der Zombie schafft es nicht, sich durch die Tür zu bewegen. Und die Fackel hinter euch, bei den Zombies brennt noch, aber es ist, und es brennen auch so ein paar von diesen Möbelstücken da drin, aber es ist jetzt alles nicht so, dass es sofort anfangen würde, Gott weiß wie, Feuer zu fangen, weil es hat halt alles auch so dieses Schimmlige, also es ist auch so leicht feucht. Aber zumindest ist die Fackel noch nicht ausgegangen. Aber es ist auch noch kein Zombie in Flammen aufgegangen. Unentschieden. Ja, genau. Fackel Unentschieden Zombie. Zwischen Zombie 0, Fackel 0. Ja. Okay, so, damit sind wir in der nächsten Runde. Haha. Es geht wieder los mit Tick. Yay, mit Feuereifer schlage ich zu und erreiche eine 15. Das trifft vermutlich und ja. Dann lege ich doch direkt den Schaden hinterher und das sind 6 auf den bereits verwundeten Zombie. Haha, der nächste. Schlechter Tick. Wir haben einen Killer-Halbling dabei. Absolut. Ich meine, wie wir wissen, sind Halblinge ja auch so eine Art Subklasse von den Kämpfern bei D&D. Ja. Auf jeden Fall. Kleiner, aber oho. Du hackst dem Zombie einfach mal so das Knie weg. Zack. Aha. Ja, und die Kniescheibe macht das Pöng, Pöng, Pöng. Und der Zombie fällt dann um, zuckt noch so ein bisschen und liegt dann still. Ha, kommt nur, kommt. Sehr schön. Was macht denn Snark? Ich mache was ganz Einfaches. Ich nehme auch ein kleines Ölfläschchen aus meiner Tasche und werfe es in Richtung da, wo die Möbel schon angefangen haben zu kokeln. Und ich mache es vorher auf, sodass es halt auch wirklich das Öl rausspratzt. Dann mach doch mal eine Probe auf deine Geschicklichkeit. Da muss ich jetzt drunter würfeln einfach, ne? Ja, das ist sehr gut gelungen mit einer 4. Oh, also du wirfst dieses Öl und dieses Öl fliegt so. Ihr werdet auch so ein bisschen alle vollgespritzt. Und das Öl landet dort, wo die Möbel angefangen haben, so ein bisschen zu kohlen. Und bitte.
ich habe eine 20 gewürfelt. Rutsch, es kommt eine Stichflamme. Und der Gang steht in Flammen und die zwei Zombies mit. Geht doch. Na also. Ja, aber die Zombies scheinen nur insofern davon beeindruckt, dass sie jetzt halt Feuer und Flamme sind. Aber ansonsten sind die durchaus noch aktiv und da. Aber sie brennen. Dann schieße ich mal auf den vorderen. Ja, der stapft auch gerade durch die Tür. Sieht jetzt auch echt aus mit den Flammen und so ein bisschen. Ich habe eine Rüstungsklasse 8. Das reicht. Zombies sind tatsächlich gar nicht so unglaublich schwer zu treffen. Sie hauen nur zu, wie groß. Also. Ja, dann war immer 4 Punkte Schaden. Okay, also zang! Jetzt steckt in dem Zombie Nummer 3 tatsächlich auch einer deiner Langbogenpfeile. Mhm. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, dann ist der Zwerg, der ist nicht. Der Zwerg ist weiterhin tot. Dann ist der Zombie, der gerade hineingewankt ist. Und ich denke mal, die zwei, die... Ja, eigentlich steht der Halbling vorne. Ganz klar. Muss man eigentlich sagen. Der hält die Tür. Ja. Versteckt euch hinter mir. Vielleicht sollten wir ihn Hodor nennen. Der Halbling hält die Tür. Respekt. Der Zombie trifft Rüstungsklasse 8. Ja, aber nicht mich. Oh, du hast ja auch noch ein Schild, ne? Ja. Oh ja, klar. Du bist ja ein Kampfhalbling. Mhm. Killerhalbling bist du. Du hast einen Panzer und ein Schild. Er ist eigentlich mehr ein Ganzling. Gegen den Zwerg hat er Rüstungsklasse 1 und Rüstungsklasse 0 getroffen. Ja, ein Top-Zombie. Also der zweite Zombie kommt dann jetzt aber auch in den Raum reingewankt. Brennend, aber trotzdem auch rein. Also weil langsam haben sie euch dann doch zurückgedrängt. Das heißt, er kann ab nächster Runde dann entsprechend auch mit agieren. Das heißt, die neue Runde beginnt mit brennenden Zombies. Ich würfel mal. Ja, der eine Zombie erlischt tatsächlich. Oh. Aber der andere brennt weiter. Okay, also. Was möchte denn Tick machen? Ich greife den loschenden Zombie an. Mhm. Zurück mit dir, du Geschmeiß. Ups, da fliegt der Würfel von lauter Eifer schon weg. Das sind 10. Das langt aber auch immer noch gerade für Rüstungsklasse 9. Rüstungsklasse 9 reicht nicht, die haben Rüstungsklasse 8. Ah, so knapp. Dann treffe ich. So knapp. Okay. Dann ist Snark dran. Ja, ich nehme mein Schwert wieder und haue dann auch auf den von den beiden, der tatsächlich verletzter aussieht. Der mit dem Pfeil. Unentschieden, ja, dann mit dem Pfeil drin. Der so. Mit dem Pfeil. Genau, so, ich treffe Rüstungsklasse 5. Das sollte reichen. Das reicht. Das ist der so. Zombie, der erloschen ist. Der und ich mache 4 Punkte Schaden. 4. Beim nächsten Zombie, den kannst du umrunden, weil jetzt sind keine mehr da. Dann ja, stimmt. Hinklagen. Stimmt. Ja, ein doppelter Schaden. Na, verdammt, habe ich vergessen. Hey, die Witzka. So, also, du schlägst mit dem Schwert zu und also der Zombie, siehst auch inzwischen so richtig. Ja, der hat mal gebrannt, wurde von einem Pfeil gestochen, wurde jetzt einmal von dir quer über die Brust aufgeschnitten, noch einen Schnitt in die andere Richtung und der hat einen klassischen Y-Schnitt und alles fällt raus. Also der sieht halt echt mitgenommen aus. Aber er steht noch. Scharfblick. Ja, dann werde ich ihm quasi versuchen, mit meinem Langbogen den Rest zu geben. Mhm. Jetzt stehen aber die zwei davor. Das ist ein bisschen schwieriger. Achso, dann greife ich lieber mit dem Schwert an, bevor ich da irgendwie... Ja. Okay, dann mit dem Schwert. Ja. Da habe ich eine 12 gewürfelt. Das sollte reichen. 7, ja. Rüstungsklasse 7. Oh, das ist ein Treffer. Yay. Würfelschaden. 1W8. 3 Punkte Schaden. 3? Das reicht. Also, du streckst den Zombie nieder. Wie gesagt, der war ja schon echt schwer mitgenommen und der Kopf fliegt so blong, blong, blong und der Rest fällt halt ohne zu gurgeln um. Dann ist es der letzte Zombie, der noch da ist und der greift jetzt, das seid ihr alle jetzt vorne, noch brennende Zombie übrigens, greift Snark an. Oh oh.
und würfelt eine 1. Also er stolpert über seinen Kumpel. Es hat sich gelohnt, dass du den anderen Zombie vor sie geworfen hast, weil der Glibber an seinen Füßen, nachdem er über seinen Kumpel umgetrampelt ist, und der Zombie legt sich volle Kanne auf die Fresse vor euch. Oh, freies Hacken! Tick, du darfst! Nieder mit dir. Achso, du bist ja schon nieder. Na egal, tot. Und heute, so. 11, das langt jetzt genau. Dann das reicht, ja. 6 Schaden. Oh, oh, oh. Also, er fällt vor euch hin und brennt noch so ein bisschen und du stichst dein Kurzschwert durch seinen Hinterkopf, was dazu führt, dass die Arme noch mal so ganz kurz so nach oben gehen und dann wieder nach unten fallen und dann liegt alles still. Ah. Killer-Halfling. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Also das ja. Kokeln aus dem Raum hat inzwischen tatsächlich auch so das Ausmaß von, es liegt so ein schweliger, fieser, dunkler Rauch in der Luft, also aus dem Korridor angenommen. Ich würde sagen, wir ziehen mal unseren Kameraden aus dem Raum in den Korridor und gucken mal, ob wir ihn noch retten können. Wahrscheinlich nicht, aber... Wir gucken halt mal. Ja. Also diese große klaffende Bisswunde am Hals wird vermutlich nicht so zu flicken sein, aber... Nee, das, was ihr auch seht, ist, dass der inzwischen halt ganz... Also, wir hatten ja vorher den vollen Weinschlauch. Das ist jetzt ein leerer Weinzwerg. Diese Bilder im Kopf. Ah. Okay, gut. Vielleicht sollten wir die Tür wieder zumachen. Da war keine. Da war keine Tür. Verdammt. Da war nur eine Tür bisher. Hm. Ja gut, da brennt es dann halt. Das wird noch eine Weile andauern. Die Tür im Norden. Auf die andere Seite. Oder auf die andere Seite gehen und da noch was kaputt machen. Genau. 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 Zum Zauberbett. Also ihr habt ja tatsächlich noch die Tür, die genau, es gibt noch den eine Durchgang, Tür im den ihr nicht genommen habt. Ja, genau. Ja. Also Ostwand, aber im Norden ja. Da. Ja. Mhm. Die führt ja wahrscheinlich weiter. Wir wollten ja eigentlich das untere nur abklären, damit da nicht irgendwas lauert, wie Zombies oder sowas. Wie zum Beispiel Zombies. Genau. Ja, gut, dass wir es rausgefunden haben. Hätten wir nicht nachgeguckt, wären die wahrscheinlich nie aus ihrer Ecke rausgekommen. Jetzt, also Moment. Deswegen, also lass uns doch eilig zu der Tür im Norden schreiten. Die ist nicht weit, bevor das hier alles durch Rauch und Nebel verstunken ist. Oder, Herr Sprecher, schlage ich vor. Speaker of the... Ja. Ja. Also ich werde natürlich irgendwie meinem Kameraden noch die Augen schließen und irgendwie ihn so betten, dass wir... Ich helfe ihm dabei und nehme die Wertsachen. Auf dem Rückweg wieder mitnehmen können. Was machst du? Ich helfe ihm dir dabei und nehme die Wertsachen an mich. Naja. 7 Goldstücke. Dankeschön. Und einen vollen Weinschlauch. Ja, weil der ist ein bisschen vollgesabbert, das ist nicht so schön. Also Goldstücke kann man abwaschen. Ja, ich werde tatsächlich zur Ehre meines toten Kameraden sein Schild in die Schlacht führen. Aha, und bei mir die Stirn runzeln über die Goldbuddies. Okay, du hast jetzt auch ein Schild, alles klar. Ein Original-Zwergenschild, so wie Elfen den zu tragen pflegen, alles klar. Sehr schön, naja, in der Zeit ging das alles. Gut, also ihr wollt dann durch die Tür entsprechen? Ja, ja. Seid froh, dass ich seinen Wattenpanzer anziehe. Durch den Durchgang, der passt dir nicht. Aber dem Halbling vielleicht. Nein, dem ist er zu groß. Also. Ist ja diese Schildkröte dabei. Als ihr durch diesen Durchgang schaut, seht ihr einen 20 mal 30 Ellen großen Raum. Der besitzt eine Öffnung in der Nordwand. In der Mitte der Nordwand, ja. Also 30 Ellen da in der Mitte, nach Norden. Und das heißt, der Raum ist nach den ersten 10 Ellen ist der sozusagen geteilt durch eine Mauer, die sich entsprechend bis zum Ende der Ostwand erstreckt. Und dort gab es wohl mal eine Treppe, die nach unten geführt ist. Aha. Aber die ist eingestürzt. Ja, dann gehen wir doch weiter nach Norden. Ihr geht weiter nach Norden. Ihr
guckt durch diesen Raum und seht einen, guckt durch die Öffnung, auch da wieder keine Tür, ein 30x30 Ellen großer Raum mit einer Türöffnung am Ende der, also am nördlichen Ende der Westwand. Und in dem Raum sind ein paar Möbelstücke umgeworfen, unter anderem so Tische. Und ihr seht direkt, dass dahinter sich irgendwas versteckt. Ihr seht nämlich, also was auch immer sich da versteckt hat, hat halt trotzdem noch Speere, die da drüber hinausragen, über die Tische und die Möbelstücke. Und ihr seht dann auch so ein Gesicht von so einem Kobold, das dann drüber guckt und so ganz schnell wieder runtergeht, wieder hochkommt und plötzlich Pfeil und Bogen in der Hand hält. Ha. Gucken, wer schneller zieht. Und fling, den Pfeil gerade so an euch vorbeischießt. Ich laufe laut brüllend, renne ich auf die Zombies, nein Quatsch, auf die Kobolde zu, die hinter dem Sofa oder irgendwas sind. Mit meinem Schwert und meinem Schild in der Hand. Wie gesagt, so Tisch und Stühle und so weiter und so fort, die haben sich hinter allem verbarrikadiert, was es gerade so gibt. Ja. Du läufst auf die zu, gib ihm, alles klar. Gut, du stellst fest, dass in dem Raum tatsächlich 5 Kobolde sich versteckt haben. Du darfst jetzt einfach mal dich auf den ersten stürzen. Ja. Der hat sich hinter so einem kleinen Couchtischchen versteckt. Der 15. ist hier. Ja, das ist so reich dicke. Der Kobold hat es verdient, gib's ihm. 7 Schaden. Also du stürzt dich auf ihn. Das ist, du springst, also ein Bild für die Götter. Man sieht diesen Halbling, der aus vollem Lauf mitgerüstet, mit dem Schild in der Hand, über diesen Couchtisch springt. Das sieht aus, also angenommen, du wärst größer und vielleicht ein bisschen kräftiger, dann würde das wahrscheinlich sehr heroisch aussehen. Aber für dich war das eine Riesenleistung. Sparta-mäßig, wie du dich über diesen Tisch katapultierst und dann Roms diesen Kobold vor dir fast in 2 Hälften hackst mit deinem Kurzschwert bei dem Schaden, den du gemacht hast. Wirklich triumphierend. Ich der Nächste. Hatte immer andere Eindrücke davon, wie Halblinge sind, aber bei D&D. Nicht im ersten D&D. Ich dachte auch gerade, war das der Prototyp für den Barbaren? Völlig irre. Also nachdem dein Kompagnon so vorgerannt ist, was möchtest du tun? Ja, dann mache ich das Gleiche. Das scheint ja offensichtlich effektiv zu helfen. Okay, dann du stürzt dich auf den nächsten Kobold. Ja, genau. Der Elf. ich treffe Rüstungsklasse 3. Ich habe eine 16 gewürfelt. So. Tada! Und ich mache 5 Schaden. Also, du springst über den Stuhl. Bei dir sieht das Ganze natürlich zum einen nicht so heroisch aus, zum anderen war es auch echt jetzt kein Riesenakt. Ne? Also über so einen querliegenden Stuhl zu springen, ist jetzt echt nicht so schwierig. Aber du springst über diesen Stuhl drüber und der Kobold versucht noch so sein Speer gegen dich zu richten und du schlägst den einfach zur Seite, dein Schwert fährt weiter durch und zack, einmal durch den Kobold durch. Der andere, der neben ihm steht, ist so völlig erschreckt, überfahren von der Situation. Was möchte dein Scharfblick tun? Nun, ich werde mein höchst elfisches, hochherrschaftliches Gesicht aufsetzen und in Richtung der Kobolde sagen, ihr dürft gehen. Oh mein Gott, alles klar. Also, Himmelhilfe. Du darfst gerne mal, es gibt hier so tolle Tabellen, die will ich jetzt auch mal ausprobieren. Die habe ich nie eingesetzt, wenn ich das Spiel wieder. Wirklich, also absolut hundertprozentig nie diese mit irgendwelchen Gegnern reden und so ein komischer Scheiß. Ja. Hey, ich habe Charisma von 15, ich krieg +2 auf Reactions. Ja, das könnte doch tatsächlich sogar was bringen. Lieber Himmel. Okay, würfel doch tatsächlich mal auf dein, würfel mal einen W20. Jetzt hängt unser Jan Schmied. Ah, jetzt ist er wieder. Eine 17. Eine 17? Mhm. Die Rest zwei auf Reaction. Der
Der Spielleiter guckt ungläubig. Ich versuche das gerade. Okay, also die Kobolde waren übrigens wahrscheinlich freundlich. Das hat der Hobbit aber sehr schön ignoriert. Ich kann sagen, es war so. Hey, alles cool. Ah! Kack, 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 kack. Wir wollten doch nur mit euch eine Runde Rommi spielen. Sie haben angefangen. Sie haben zuerst geschossen. So, und mit deiner Reaktion. Okay, sie kommen tatsächlich eigentlich auch freundlich dann dabei an der Stelle mit deinem Modifikator und allem drum und dran. Ich interpretiere das jetzt mal als aktive Flucht. Sehr gut. Ihr dürft gehen. Also das heißt, die schmeißen wirklich ihre Speere in die Luft und versuchen davon zu kommen. Was auch wie so viel bedeutet, wie Tick und Snark können versuchen, wenn sie wollen, noch welche von denen niederzuhacken. Also ich meine, natürlich. Schlag hinterher, der war direkt einer neben mir. Außerdem ist der 5 Erfahrungspunkte wert. Niemals einen Erfahrungspunkt weglaufen lassen. Wie war das die Beziehung? Bitte, du darfst angreifen, ja? Rüstungsklasse 7. 7 reicht tatsächlich. Es sind nur Kobolde. 4 Punkte. Rot. Das heißt, der erste rennt weg so. Danke, Chuck! Das interessiert mich, was der Elf gesagt hat. Ich hab den nicht mal verstanden. Ich spreche kein Kobold. Okay, also, was macht Tick? Ja, ich spreche auch keinen Kobold. Also keine Ahnung. Die rennen halt weg. Ja. Ja. Jetzt schnell zuschlagen, bevor noch einer. Ja, genau. Bevor der kommt ja wieder irgendwann, ne? Ja. Oder mit noch mehr Leuten zurück. Ja, so sieht's aus. Das sind 15, also Rüstungsklasse 4. Das ja, Treffer. Und 5 Schaden. Also ein Kobold, das war der hinten stand. Der kommt dann, schreit weg, während die anderen beiden so, danke, sie kommen raus. Wieder gemoscht werden von euch. Also der rennt durch diese Tür. Diese Öffnung. Mhm. Ist eigentlich Inge noch da? Der ist so still. Ich glaube, der ist entsetzt. Ich bin einfach. Ich schweige und genieße. Ich sage dann in der Allgemeinsprache, ich hatte Ihnen gesagt, Sie können gehen. Ah, das musst du uns doch sagen. Gleich sagen, das versteht doch keiner. Wo sollen wir das denn wissen? Ich habe ja, das schon tut gefragt. Mir jetzt leid. Also ich beug mich so zu dem vor mir. Das tut mir jetzt echt leid. Ne? Also. Ich habe gedacht, Sie sind vor mir weggerannt, sage ich. Ja, okay. Ja. Dann weiter. Dann gehen wir doch weiter. Okay. Haben die Kobolde irgendwas Nützliches bei sich? Wir wollen doch nicht hier zu eilig. Genau. Looten. Wenn wir schon töten, dann müssen wir auch looten. Tatsächlich sind wir noch nicht in der Zeit, wo hier da also wir sind noch nicht so weit, dass wir auch Schätze für die einzelnen Viecher würfeln und so weiter und so fort. Mhm. Also ihr kennt das, das kommt dann später mit. Der hat Schatzklasse S, Schatzklasse. Genau. Irgendeine genau. Buchstaben und dann guckst du irgendwelche Dinge nach und sowas. Nee, soweit sind wir hier noch nicht. Also tatsächlich waren die wohl zwar bewaffnet, allerdings auch nicht wirklich gut. Mhm. Schon festgestellt. Und die haben auch wirklich nichts bei sich weiter. Es hat aber jemand Pfeile geschossen mit vermutlich sowas wie einem Kurzbogen. Mhm. Da würde ich mir ein paar von nehmen, weil ich mein Pfeilverbrauch ist rapide gestiegen in letzter Zeit. Ja. Ja, nachdem du, also du möchtest die Koboldpfeile benutzen, um damit mehr Kobolde zu töten, sind ja schließlich Koboldpfeile, ne? Also, genau. Sehr gut, du kannst dir gerne ein paar Koboldpfeile nehmen. Dann nehme ich mir 5 Koboldpfeile, nur für den Fall. Dass du Kobolde triffst. Mhm. Genau. Okay. Ich auch treffe die Kobolde, wenn ich sie treffe. Also ich meine, es lebt mindestens noch ein Kobold hier, also. Ja, ja, also es gibt noch EP in diesem Dungeon. Ihr geht dann weiter? Ja. Könntest du mal an der Nordwand nach Geheimtüren schauen, Elf? Weil
Da gibt es keine Tür, das kann aber sein, wer weiß. Ja, es gibt ja eine Öffnung, ne? Also in der Nordwand auch? Oder nee, in der Nordwand nicht, in der, in der Westwand im Nordteil, ja. Aber ich würde gerne an der Nordwand. Aber ich würde mal in der Nordwand nach Geheimtüren schauen, ja. Okay. Du findest nichts. Dafür brauchst du ja auch eine Weile. Das dauert ja bekanntlich 10 Minuten. Gut, ich stehe dann in der Richtung, wo der Kobold weggerannt ist und warte, ob der wiederkommt. Das Schein hat auch aufgehört. Ja, wie sieht es denn eigentlich da hinten überhaupt aus, wenn man mal durch den Türspalt späht? Tatsächlich ist es ja in dem Sinne kein Spalt, sondern es ist einfach eine Öffnung. Ja. Ja. Und dahinter siehst du einen 20 mal 20 Ellen großen Raum. Okay. Und 20 mal 20 gehen nach oben oder nach unten weg? Die gehen nach unten weg. Okay. Nach unten und nach Westen. Ja, das geht nicht anders, aber ja. Das mit nach unten habe ich dann noch nachvollziehen können, nachdem ich mir angeguckt habe, was das sein könnte. Ja. Das bedeutet, es könnte dazwischen einen geheimen Gang geben. 20 in die eine oder 20 in die andere Richtung? Hm. Ja, alles klar. Und mitten in dem Raum ist ein, seht ihr einen Kobold? Bis ihr realisiert, dass das nur die Statue eines Kobolds ist. Okay. Wer baut sich denn eine Koboldstatue hier rein, außer Kobolde? Die steht da in dem Raum. Ist jetzt tatsächlich eine eigentlich grundlegend gut gearbeitete Darstellung eines Kobolds. Mit also einem mit einer Lederrüstung und die aussieht, als würde sie gerade ein Schwert führen. Aber ist tatsächlich definitiv eine Statue. Aber ist das auf einem Podest oder ist das tatsächlich einfach nur ein Steinkobold, der im Raum steht? Tatsächlich auf einem Podest. Okay. Aber die Rüstung ist auch Teil der Statue oder trägt die Statue eine Rüstung? Nein. Okay, da. Das war missverständlich. Entschuldigung. Auch Gewehr. Das Schwert, was der Kobold führt, ist aus Stein. Das ist Teil seiner Statueneigenschaft. Ein Schwert. Das lieber genau nachfragen. Hat das irgendeinen Ausgang, der Raum, der 20x20? Keinen, den ihr auf ersten Blick seht. Aha. Dann ist hier vielleicht das Geheimtüren suchen. Das riecht mir sehr verdächtig. Hier sind ein Kobold reingerannt, aber es ist kein Kobold im Raum. Doch, die Statue eines Kobolds. Ja, aber wenn er sich nicht schlagartig in eine Statue verwandelt hat, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass es diesem Raum eine geheime Tür führt. Mhm. Wenn er dahin geflohen ist, aber nicht mehr dort ist. Mhm. Insofern, wenn ich das sehe, rufe ich den Elf, er soll aufhören, eine Nordwand zu suchen und soll hierher kommen und sein scharfes Auge mal über die Sachen schweifen lassen. Und vielleicht könnte man auch nach Fallen suchen. Am Ende gibt es die Statue irgendwie. Weißt du, ja, was weiß ich. Das mache ich dann. Ich widme mich der Statue und guck mal nach Fallen. Da bin ich ja so extrem gut drin. Keiner von den anderen ist so gut da drin wie du. Gegenüber 0% sind 10% eine Menge. Das ist unendlich viel mehr, wie wir wissen. Ja. Ja, also, nee, du bist dir sicher, da ist keine Falle. Hm. Hat der Kobold, der da reingerannt ist, eine Lederrüstung an? Nein. Hm. Gut, dann suche ich nach Geheimtüren an der Nordwand. Also, ihr seid eine ganze Weile in dem Raum beschäftigt. Und du findest keine Geheimtür an der Nordwand, du findest aber tatsächlich eine Geheimtür in der Südwand. Das ist so dieser Effekt. Ich hab ja gesagt, da könnte ein Geheimgang sein, weil nach der Karte müsste da Platz sein. Ja, genau. Ich stelle mir das gerade vor, er steht an der Nordwand und dann irgendwann so dieses, nee, hier nicht, aber da drüben. Das ist völliger Quatsch, hier ist Fels, Mann, Alter, wir sind mitten am Berghang. Die Geheimtür als solches war jetzt tatsächlich in dem Sinne auch nicht wirklich großartig gut versteckt. Was es mehr ist, ist eine Art von Platte im Boden. Also es ist mehr so, als hat hier jemand sozusagen eine Art Tunnel gegraben unter dem, so halb durch die Wand, halb durch den Boden, der eben in den Nebenraum führt. Mhm. Der ist halt versteckt dort. Mhm. Aber für euch ist das halt, für einen Kobold ist das wahrscheinlich mehr so ein, ist das ein normaler Kriechgang. Für euch ist das mehr so ein Durchquetschgang. Für mich nicht. Ja, für dich nicht, das stimmt. Für dich ist es easy. Ja, ich übergebe mein Schild an jemanden hinter mir und fange an, mich durch den Gang zu kriechen. Du kriechst durch diesen Gang und kommst in einer kleinen Kammer raus.
Also tatsächlich musst du dann auch wieder die Fackel halt nehmen, um dich umzuschauen. Der Raum sieht aus, als wäre es tatsächlich mal so eine Art von, ja, vielleicht eine Abstellkammer oder sowas gewesen. Also es hängen auch noch Reste von Brettern und so weiter an der Wand, aber da steht auch nichts mehr drauf. Und es gibt eine Tür in der Westwand. Das macht Sinn. Tatsächlich ist 10x20 groß. Mhm. Das habe ich vermutet. Das hast du aber schon erwartet, vermute ich mal. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Gut, da jetzt hier keine unmittelbaren Feinde sind, würde ich kurz probieren, nur ganz vorsichtig, ob die Tür sich öffnen lässt. Du machst, jetzt, also du kommst an die Klinke so ein bisschen ganz leicht ziehen einfach nur dran, ja. Ja, geht. Nicht, dass ich jetzt die Leute reinrufen, wir dann wieder von der verschlossenen Tür stehen. Hallo? Ist da jemand? Dann flüstere ich nach hinten, kommt nach, hier geht's weiter. Okay, dann versuche ich mich mal da durchzuzwängen. Schild zuerst durchschieben und dann selber hinterherkriechen. Ja, also das könnt ihr ohne weiteres, das könnt ihr tatsächlich ohne weiteres machen. Ja. Und dann seid ihr zusammen in dieser Abstellkammer. Es ist ein bisschen cozy. Muckelig. Zum Glück ist der Zwerg jetzt nicht mehr dabei, sonst wäre es zu eng. Aber gut. Ja, genau. Zum Glück habt ihr den Zwerg schon verloren. Ja. Dann öffne ich jetzt die Tür vorsichtig und luge. Ne, erstmal horchen wir an der Tür. Ha, stopp. Immer an der Tür. Ja, genau. Ich horche an der Tür. Okay, du lauschst wieder einen Moment und hörst dann nach einer Weile wieder so ein entferntes. Meinst du nicht, die müssen gleich kommen? Ja, der Kobold meinte, sie wären hinter ihm. Jetzt sei leise, wir können uns euch hören. Okay, das klang aber nicht wie Kobolde. Gut, ich flüstere das wiederum meinen beiden Kameraden hinzu und zu und sage so dieses, okay, das wirkte auf mich nicht wie Kobolde. Die nächste technische Stufe wäre ja Goblins. Ja. Kannst du Goblin helfen? Also es klang auch für dich nicht wie Goblins. Goblins hast du ja schon tatsächlich kennengelernt. Es war irgendwas, was du tatsächlich noch nie gehört hast. Ah, Mist. Okay. Also ich kann mal versuchen zu lauschen, ob ich die Sprache kenne. Du hörst nichts. Der Chat hat was? Wir Kanalpunkte einen Random Reroll geschenkt? Chat, auf welcher Seite bist du eigentlich? Ich mag das! Ist? Ich liebe dich, Chat! Und jetzt wird's gleich so witzig! Wartet ab! Wir leben zu lang, glaube ich, dem Chat. Sehr schön. Also, was macht ihr denn, Lungs? Also, ja, wieder dieselbe Taktik, oder? Rein! Was war das jetzt mit der Sprache, die konntest du nicht erkennen? Nein, ich habe nichts gehört. Ach, du hast nichts gehört. Ja. Daher. Okay. Dann kann man auch nichts erkennen. Dahinter ist aber dunkel hinter der Tür, wenn ich durchs Schlüsselloch schaue. Ja, es ist dunkel. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Tür aufreißen, Fackel reinwerfen, weil dann sind die geblendet und wir können sie sehen und sie uns nicht so gut. Für einen kurzen Moment zumindest. Ja, für eine Runde vielleicht. Ja, besser wie nichts. Genau. Wir nehmen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Gut, ich mache mich sturmbereit. Okay, könntest du, ich würde gerne Schild und Schwert in die Hand nehmen, könntest du vielleicht die Fackel werfen über mich drüber und dann... Ja. Ich reiß die Tür auf, du wirfst die Fackel und dann genau. Kann ich rein. Yay, genau. Halblingssturm. Alter. Also, um meine Funktion als Sprecher gerecht zu werden, möchtest du zeichnen und die Rede? Öffnet die Tür, damit der Halbling durchstürmen kann, nachdem der Dieb die Fackel in den Raum geworfen hat. Und ich schieße auf das Erste, was ich im Fackelschein sehe. Was nicht der Halbling ist. Was nicht der Halbling ist. Gut. Und nicht Snark. Oh, fein. Der Snark ist ja noch nicht im Raum. Ne, das stimmt, ja. Gut. Also ich werfe die Fackel. Also ihr macht die Tür auf und du wirfst eine Fackel rein. Ja. Okay, ihr macht die Tür auf, du wirfst eine Fackel rein
Und in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, seht ihr, also zum einen seht ihr erstmal den Raum, weil es wird nämlich auch plötzlich in dem Raum hell. Jetzt nicht so richtig mega hell, so nach dem Motto Lichtzauber, sondern es wird insofern hell, weil der Kamin, der sich am nördlichen Ende des Raums befindet, angeht. Was? Nö. Ja, an der nördlichen Wand ist ein Kamin in diesem großen Raum. Das ist wirklich ein sehr großer Raum. Der hat nämlich 30 mal 60 Ellen. 30 breit, 60 hoch oder umgekehrt? Umgekehrt. 60 Richtung Westen und 30 ja. hoch. Und besitzt 5 Aha. Türen, 2 oh ja. jeweils Osten, Westen und zwar wieder in der üblichen Anordnungsweise oben und unten. Eine im Süden. Ja. Und eine im Süden, die ihr schon kennt, durch die ihr nicht durchgekommen seid. In der Mitte der Nordwand befindet sich ein großer marmorner Kamin, der jetzt Licht ausstrahlt und auch damit sofort so eine einhergehende Wärme. Der Raum ist ausgefüllt mit einem großen Esstisch, der ist 10 mal 40 Ellen. Also das ist so eine richtig 12 Meter. Das ist so eine richtige Tafel, an denen 12 hölzerne Stühle stehen. Je 5 an der Längsseite des Tisches und einer am Kopfende. Auf den Stühlen am Kopf und auf den 2 Stühlen auf jeder Seite sitzen insgesamt 6 Skelette. Okay. Diese sind in modrige Lumpen gehüllt. Man kann die Kleidung jedoch noch ansehen, dass sie einmal teuer war. Es handelt sich augenscheinlich um männliche sowie weibliche Verblichene. Das sieht man jetzt nicht unbedingt am Skelett, aber an den Klamotten. Also ihr seht das nicht am Skelett. Ja. So, vor jedem Stuhl auf dem Tisch steht ein goldener Teller, daneben ein verstaubtes Weinglas und schwarz angelaufenes Essbesteck. Und dann hört ihr einen wundervollen Gesang in der Luft. Na, Tick, komm zu mir, setz dich. Snark, du wundervolles Geschöpf. So, deinen Namen kann ich nicht aussprechen und Scharfblick sagen sie nicht. Also von daher, ihr dürft allesamt mal einen Rettungswurf gegen Zaubersprüche machen, Herr Scharf. Oh je. Yeah. Da muss man drunter kommen. Drüber. Drüber kommen. Ach, ja, oh je. Yeah. Yes. Yes! Haha, mir so. Was? Never! Never! Never. Eins gewürfelt. Oh! Also, ihr seht, wie, also ihr zwei, das Tick und Snark, ihr hört, dass dieser Gesang in Wahrheit, sondern es dauert so eine Sekunde, wie ihr so das Gefühl habt, so, oh, okay, irgendwas zieht an euren Gedanken und an euren Nerven, bis ihr dann so ein Gekrächze dann stattdessen eigentlich hört, was so mehr so, ja, komm rein, Dick! Setz dich doch hin! So hört sich das für euch dann nach einer Weile an, ist mehr so, also ich würde auch ganz komisch, aber auf eine andere Art und Weise. Und bei dir hat es aber diesen engelsgleichen Gesang und ihr seht, wie euer Elf sich versucht, an euch vorbeizuschieben und in diesen Raum reinwanken möchte. Können wir ihn blockieren? Ihr könnt ihn soweit festhalten, aber er will wirklich jetzt aktuell da rein. Und ihr beide seht, nachdem ihr dann in den Raum reinschaut, dass sich im Schatten dieses marmornen Kamins, was ihr erst für Statuen gehalten habt, die da dran sind, dran gebaut sind, bemerkt ihr, dass die aber sich tatsächlich auch bewegen und das sieht aus wie die Gestalt von zwei Vögeln? Nee, warte mal, die haben aber weibliche Köpfe und auch weibliche Oberkörper? Wir sind Level 1. Ihr dürft nicht in den Raum rein, bevor ihr Level 2 seid. Aber ihr wolltet ja unbedingt weitergehen. Ne? Wir können ja nicht Level 2 werden, weil wir nicht im Abenteuer steigen können. Ist das jetzt meine Schuld, oder was? Ja. Gut. Ja, gut. Apieren, sehr schön. Apieren, genau. So, na gut. Was wollt ihr denn machen?
Tür zugehen. Also tatsächlich kannst du versuchen, die Tür zuzuschlagen. Tür zugehen. Ja, scheint mir ein guter Plan. Ich habe noch einen Revolve frei. Den möchte ich jetzt gerne einsetzen und euch beide euren Rettungswurf neu würfeln lassen. Es sind streng genommen zwei Rerolls, aber na gut. Das ist okay. Ich habe eine 1 gewürfelt. Ich habe eine 12 gewürfelt und ich brauche auch nur eine 12. Also ich brauche genau eine 12. Du verlierst gerade deinen zweiten Mann. Okay, also, du darfst einen Wurf auf Geschicklichkeit machen. Wenn du den schaffst, schaffst du es, die Tür noch zuzuschlagen, bevor die zwei Kollegen da durch die Tür wanken. Das ist eine 18, der Wurf, und meine Geschicklichkeit ist 18. 18. Also du stürzt im letzten Moment nach vorne und du bums, machst diese Tür zu, die auch diesen Gesang dann aussperrt, und die zwei stehen dann erstmal sofort hier. Was? Was ist denn mit euch? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man sich denn so den Kopf verdrehen lassen? Aber hast du diese Stimme nicht gehört? Hast du es denn nicht gehört? Sehr schön. Damit haben wir tatsächlich auch den heutigen Abend wieder erfolgreich damit zugebracht, zu versuchen, die Burg zu erforschen. Und abzubrennen. Und abzufackeln. Ja. Da hinten kohlst und schwelst noch. Ich hab's probiert, Chat. Sie brennt noch nicht ganz. Ja. Aber ihr habt's ja auch noch nicht, ihr seid ja auch noch nicht fertig, ne? Also ja. wir sind ja noch nicht fertig mit der Burg. Und deswegen würde ich sagen, wir spielen auf jeden Fall beim nächsten Mal auch bei Unearthed weiter. Das erste Gruppenabenteuer, das Namenlose, fällt mir da irgendwie auf. Ich glaube, es hat wirklich keinen Namen. Das heißt einfach das erste Gruppenabenteuer. Das ist doch ein. Für viele in unserer Gruppe heißt es wahrscheinlich auch das letzte Gruppenabenteuer. Aber. Zumindest schon mal für einen Zwerg. Eine Schweigesekunde für unseren Zwerg. Okay, vorbei. Also, damit spielen wir das nächste Mal das erste Gruppenabenteuer weiter. Und dann schauen wir mal, wo uns das dann noch hinführt. Ja, zum Thema. Wir haben gut offene Türen. Ja, genau. Wie viele offene Türen haben wir denn noch? Ihr wisst, wenn es Türen sind, wird es gefährlich. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Also, wir haben noch zwei Türdurchgänge und wir wissen jetzt auch, wenn wir den Raum der Mitte nicht wollen, müssen wir im Prinzip ganz nach Osten, ganz nach Westen und da das Gleiche nochmal versuchen. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn wir jetzt die Burg verlassen und in den Ort zurückgehen und sagen, das Abenteuer war es, dann dürften wir theoretisch steigen. Dann könnten wir eigentlich am nächsten Tag wieder zurück. Wir haben nicht genügend Erfahrungspunkte zu steigen. Ja, das ist das Problem. Ja, du nicht, ich schon vom Blizzard Pass. Ach so. Ja, schick super. Die vor, zack. Also sind wir realistisch, ich werde das nicht schaffen mit dem nächsten Level. Ja, vermutlich nicht. Der Elf muss immer draußen bleiben, das war's, ja. Aber wir wollen den Chat noch ein bisschen aufklären über Unearthed. Wie funktioniert Unearthed und so weiter und so fort. Wer von euch will dazu was sagen? Ihr seht alle so mitgenommen aus. Ich mag das. Ich muss da den Gesang noch verarbeiten. Hey, ich habe mir solche Mühe gegeben, ja. Das war sehr schön gemacht. Ja, denke ich. Mir. Also, Design war echt. Ja, sagen wir mal so. Also bei Unearthed werden wir Systeme, die wir in den alten Männern besprechen, irgendwie aufgreifen, wo wir Bock drauf haben oder wo ihr uns auch mitteilt, dass ihr Bock drauf habt, dass wir das vielleicht mehr spielen. Mit vielleicht der kleinen Ausnahme von Jerun. Vielleicht können wir Charakter erschaffen. Das wird bestimmt gruselig schlimm. Ja, aber also die Idee ist eben halt, dass wir das regelmäßig aufgreifen und eben mit dieser Runde oder vielleicht auch mit etwas veränderter Runde dann eben halt auch spielen. Und solange die jetzige Pandemiesituation noch ist, eher im Anschluss an die alten Männer, danach aber dann auch eben, damit wir das plötzlich vielleicht auch wieder aufgreifen können, durchaus auch mal einem anderen Abend. Genau. Also aktuell als Ersatz für Ulysses Plötzt machen wir Unearthed und in Zukunft werden wir das mit Sicherheit, weil ich kenne uns, sobald wir einmal so ein Format lieben gelernt haben, geben wir das ja nicht wieder so schnell auf. Werden wir das dann einfach zusätzlich machen. Nicht alles am selben Tag, weil 3 Stunden, okay, bei 5 Stunden, also spätestens bei Jan und bei mir, sagt dann irgendwann auch mal die Familie so von wegen, Alter,
Schluss mit lustig, eben bis zappen. Aber teilt uns doch einfach mit, ob euch das gefällt, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr Spaß dran habt, uns zuzugucken und was ihr vielleicht gerne sehen wollt. Und wir gucken dann eben mal und schauen mal, was wir wie hinbekommen können. Ja. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Ihr könnt euch was wünschen und wir können sagen, ob wir es machen wollen. Okay, ich befürchte, jeder von den Jungs hat die Möglichkeit, auch ein bisschen mitzureden. Also von meinen skurrilen Partnern, die wir am Anfang schon gesprochen haben. Aber die. Das ist ganz einfach, wenn der Chat mal ein bisschen lieber zu uns ist und uns Rerolls schenkt, dann können wir vielleicht auch mal über sowas wie Dallas nachdenken. So, das war's. Der Halbling muss seinen Wurf noch machen. Mein Chat bestechen, ich glaube, es knallt. Also, Dallas hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dallas kann man tatsächlich erst wieder ernsthaft spielen, wenn die Pandemiesituation vorbei ist, weil das ist tatsächlich anders nicht möglich. Das muss man muss man live an einem Ort spielen. Das geht nicht anders. Und ich mal gucken. Vielleicht kann ich irgendwann Leute ausreichend betrunken machen, dann können wir auch mal Dallas spielen. Schauen wir mal. Ich habe Angst. Gut. In diesem Sinne, liebe Inge, es gibt doch bestimmt die Woche noch weiteres Programm. Magst du uns mal kurz mitteilen, was das sein könnte? Schön. Hahaha. Ich habe in weiser Regievoraussicht gedacht, ich mute mich mal im OBS, damit ich euch Sachen sagen kann, die Zuschauer nicht hören. Die sollte ich aber vielleicht dann auch ausschalten, wenn ich dann mit den Zuschauern reden möchte. Ne? Ja, so gesehen, ja. Also, Pro-Tipp. Also nochmal von vorne. Am Donnerstag haben wir einen Artstream mit dem lieben Steffen. Ab 14 Uhr geht's los. Es geht wieder um das schwarze Auge und Kartenzeichnen. Es wird wunderbar, wie bereits euch gesagt, liebe Runde hier. Ich weiß noch nicht genau, welche Karte es wird, aber es wird auf jeden Fall eine Karte und sie wird auf jeden Fall wunderschön, da bin ich mir sicher. Und am Freitag haben wir Let's Play Aventuria, wo es um Mythen und Legenden, das aktuelle Crowdfunding, am Mittwoch startet es übrigens, geht. Da werden wir, ich weiß gar nicht, welches Abenteuer wir hatten uns diesmal vorgenommen. Letztes Mal wir spielen immer noch den Erben von Wildenstein. Das Erbe von Wildenstein. Ja, genau. Im Director's Cut. Yes, genau. Yeah. Und das war letztes Mal ja schon sehr spannend, also sehr, sehr, sehr spannend und sehr knapp. Oh, ja. Ich bin gespannt, wie es diesmal weitergeht. Es kamen Gerüchte auf, dass womöglich vielleicht Menschen eventuell noch streamen, wie andere Menschen Bücher packen von einem Crowdfunding. Was? Habe ich gehört. Sowas. Ist das so? Ja, also habe ich jetzt nur gehört. Ich dachte, ich sag's einfach mal. Schauen wir mal. Diese Gerüchte. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich das gehört habe. So. Mhm. Schauen wir mal, was da passiert. Das. Also. Ich würde 8 Stunden dabei zugucken, wie ich dann immer langsamer um die ganzen Sachen. Nee, ach Quatsch, Markus, das wird ja keiner machen. Nein. Aber anderen Leuten bei physischer Arbeit zu gucken, das hat schon was Beruhigendes. Also, auf jeden Fall. So, Björn, das kleine schwarze Büchlein, wo ich Artikel für den Jan reingeschrieben habe. Ja, großartig. Gut. Hier, das hat echt Spaß gemacht, Leute. Das war hochgradig unterhaltsam. Also ich hatte viel Freude. Das war echt schick und ich freue mich drauf zu sehen, wie ihr nächste Woche versucht, den anderen Weg um die Burg den anderen Weg zu dem Raum zu gehen, in den wir nicht rein dürfen, weil wir nicht den richtigen Level haben. Das Spannende an der Sache ist, dass der Raum keine Ausgänge im Norden hatte. Das heißt, entweder ist die Burg da zu Ende. Ja, Felswand, hat der Spielleiter doch gesagt. Deswegen kann ich da auch keine Geheimtüren finden. Ah ja. Da ist der Berg. Aber das kommt mir, das ist doch zu dünne. Da muss doch noch was sein.
Irgendwo ist das. Es ist das erste Abenteuer. Hallo. Da kommt noch 20 Level. Mit zwei Harpien am Ende. Das ist total irre. Ja. Da hat auch einer was geraucht. Aber die, aber tatsächlich habe ich die Möglichkeit, noch ein zweites Level selbst zu schreiben. Ich habe eine Karte dafür, aber es steht, es gibt keine Angaben, was da wo ist. Das ist ja auch eine geile Idee. Hier, wenn haben ihr hart genug drauf seid. Genau, du bist ganz neuer Spielleiter, mach mal. Ja. Wir haben euch ein paar Vierecke auf ein Pästchenpapier gemalt. Jetzt dürft ihr es euch selber ausdenken. Käse, es gab ganze Produkte damit, das weißt du doch auch. Ja, wo du eigentlich nur solche Dungeon-Karten gekriegt hast, ohne irgendwelche Beschreibungen. Also. Das war sogar üblich, das ist irgendwie so, ja, da hinten gibt es auch noch irgendwie 200 Räume und was da drin ist, das stört euch selbst aus. Ja. Als ob ich Schwierigkeiten hätte, wahllos Kästchen irgendwo drauf zu malen, das ist doch nicht mein Problem in der Vorbereitung. Du bist da aber auch schon ein bisschen empfindlich, Jan, muss ich mal sagen. Anspruchsvoll. Ich gleich für Rune spielen, wenn es so weitergeht. Ja, wollte ich gerade sagen, du solltest lieber schon Rune spielen, das wird eher dein nächstes sein. Gut, so jetzt aber. In diesem Sinne, es war uns ein Fest, mit euch diesen Abend wieder wundervoll skurril verbringen zu dürfen. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Spätestens natürlich erwarten wir euch zurück. Das nächste Mal Alte Männer am Montag nächste Woche. Und Unearthed direkt danach, wenn es um die Frage geht, kommen wir auch diesmal wieder zurück zu den Harpien. Und wer schafft seinen Rettungswurf? In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.